Zeuge Jan Weiß, Tschechoslowakei, Angestellter 47 Jahre, 109. Verhandlungstag, 6.11.1964 und 110. Verhandlungstag, 12.11.1964. Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja, rozumím. Souhlasíte, abyste mluvil na magnetofon? Souhlasím. Ja. Herr Weiß, Sie sind verheiratet? Ja. Von Beruf? Povolání. Vyučený povolání. Prosím. Vyučený povolání. Der Zeuge fragt, ob es der gelernte Beruf. Nein, den er jetzt ausübt. Údržbár. Údržbár. Co to znamená, prosím? Můžete to? Já vám to povím. Angestellter im Stadion Pressburg, ja? Víte? Angestellter dort. In Pressburg, ja. In Pressburg. Či si môžete z noteska vám... Zaměstnaný v Bratislavě, ano. Na dostiho, na štátnom závodisku, to sú konské dostihy. Angestellter also in einem staatlichen Betrieb in Pressburg. Im Stadion Pressburg. Sie sind, Sie wohnen auch in Pressburg, ja? Jawohl. Und sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Herr Weiß, Sie sind am 13. April 1942 ins Konzentrationslager Auschwitz ja, gekommen. Jawohl. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Bis den 18. Jänner 1945. 18. 18. Sie hatten, das ist offensichtlich ein Hörfehler gewesen, bei Ihrer Vernehmung in Pressburg gesagt, am 8., aber das soll heißen am 18. Ja. Und Sie sind dann während dieses Transportes aus dem Zug geflohen. Ja. Welche Häftlingsnummer hatten Sie? 29062. Nun, Herr Weiß, das erste Jahr, wie Sie dort waren, sind Sie mit welchen Arbeiten beschäftigt worden? Im 42er Jahr... Kann ich, môžem, no, v roku 1942 ze začátku, ono som byl asi mesiac Birkenau. Zu Beginn war ich ungefähr einen Monat in Birkenau. Dann kam ich in, potom som prišiel do Svienčímu, kde som robil na rôznych komandách. Dann kam ich nach Auschwitz, wo ich bei verschiedenen Kommandos gearbeitet habe. Ja, Kommando Holzhof, Bauhof, dann war ich paar Mal auf Buna, ja, und im August. Und wann kamen Sie nach Block 28? Nach Block 28 kam ich Ende August 42. Ende August 42 ja. Oder erst im Jahr 43? Nein, 42. Ende August 42? Als Pfleger. Kamen Sie in Block 28 und zwar in welches Kommando? Pfleger. Nochmal? Pfleger. 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 Und wann wurden Sie Leichenträger? Leichenträger war ich začátkem roku 43. Som bol preložený do komanda Leichenträger. Zu Beginn des Jahres 43 wurde ich versetzt zum Kommando Leichenträger. Und wo waren Sie da untergebracht? Auf Block 28. Auf Block 28. Wer war Ihr Vorgesetzter? Jak to mám rozumieť? Kto byl na bloku alebo celého toho komanda? Der Zeuge fragt, wie das zu verstehen sei, im Block oder im ganzen Kommando? Im Kommando. No, byl totiž z Häftlinku, ano, alebo... Aus, von den Häftlingen oder aus der Führung der ganzen SS, der SS? Nein, nein. Ich meine, wer war der maßgebliche Mann für das Leichenträgerkommando? Nein, to nerozumím. Doppel vedoucí. Vím, ale či z Häftlinku alebo z SS? SS. SS Claire. Claire. Ja. Und was hatte der für einen Dienstgrad? SDG. Ein SDG, Claire. Ja. Der war der
maßgebliche Mann für das Leichenträgerkommando. Hatte der auch noch andere Aufgaben, Claire? Oder hatte er nur das Leichenträgerkommando? Nein, er war der SDG über alle Krankenbau. SDG über alle Krankenbauten und war außerdem insofern auch der maßgebliche Mann für das Leichenträgerkommando. Und zwar waren Sie damals wo untergebracht? Wer bitte, ich? Ja, oder im Block 28. Im Block 28. Ja. Mhm. Von Anfang bis Ende. Von Anfang bis Ende. Und Sie blieben bei diesem Leichenträgerkommando bis wann? Bis Juli, August, das weiß ich schon nicht so. Welchen Jahres bitte? 43. 43. Ja. Und was geschah dann? So sechseinhalb Monate. Sechseinhalb Monate. Und was, wo kamen Sie dann hin? Dann potom sem tam ostal na bloku 28 a robil sem Läufer. Dann blieb ich im Block 28 und arbeitete als Läufer. Als Läufer. Bis wann? Bis tak asi do pół roku 44. Ungefähr bis in die Mitte des Jahres 44. A potom sem prišiel do Schreibstube, kde sem vydával karty väzňom, ktorí prichádzali k lekárovi. Dann kam ich in die Schreibstube, wo ich die Karteikarten zu bearbeiten hatte für die Häftlinge. Die ja. Nun, Herr Weiß, Sie haben uns eben den Namen Claire genannt. Und wollen Sie uns zunächst einmal erzählen, worin Ihre Aufgabe in dem Leichenträgerkommando bestand und wie Sie in diesem Kommando mit Claire in Verbindung gekommen sind? Tak, Kommando Leichenträger, mělo za robotu, ano, každé ráno znést všetky mrtvoly z celého tábora, z bloku. Das Kommando Leichenträger hatte die Aufgabe, jeden Morgen die Leichen aus den einzelnen Häusern herauszutragen. Aus den einzelnen Krankenbauten oder überhaupt aus sämtlichen Bauten? Aus dem ganzen Lager, aus alle Blöcke. Aus allen Blocks? Aus allen Blocks. Das heißt Häftlingskrankenbauten? Nein. Aus allen Blocks im gesamten Lager Auschwitz? Ja. Mhm. Dalej. Chodit na Block 20, kde se dávali injekcie. Dalej na Block 11, v Černej Sieni, kde se strieľalo. Ferner bestand die Aufgabe darin, in den 20er Block zu gehen, wo Injektionen verabreicht wurden. Dalej, prosím. Na Block 11, kde se strieľali väzni. Kde se strieľali. Ferner in den Block 11, wo die Häftlinge erschossen wurden. Ja. No a všetky tieto mŕtvoly, pravda, sa potom nesli na Block 28 a večer potom sa vyviezli do krematória. Naložila vyviezli do krematória. Alle diese Leichen wurden in den Block 28 getragen und am Abend in das Krematorium gebracht. Und wohin in Block 28? In den Keller. Und jetzt bitte gehen Sie mal an die Karte und zeichnen Sie uns mal im Einzelnen, wo diese Blocks lagen. Gehen Sie mit, Herr Dolmetscher, bitte schön, damit Sie uns das übertragen können. Kinder? Prosím, ukážte, kde byly ti různé bloci. Bloky. Was der Zeuge zuerst zeigte, das waren oben diese obere Reihe, all diese Blocks und der Block 28. Kleinen Augenblick mal, bitteschön. Kann. Hier mitgekommen,
mit dieser Schulklasse, die da sitzt? Wo ist der verantwortliche Lehrer? Ja, ja. Bitte, wie alt sind denn die Kinder, die Sie da mitgebracht haben? Also, Herr Zeuge, darf ich Sie noch mal bitten, mir zu zeigen. Wo ist der Block 28? Herr Dolmetscher, würden Sie einen Augenblick zur Seite treten, sonst können wir das nämlich nicht sehen. Vielleicht ein bisschen zurücktreten, ja. Das ist der Block 28 und wo war der Eingang zu dem Leichenkeller? Von der Außenseite her, ja. Und wo war der Block 20? Dieser. Mhm. Und außerdem waren Sie in Block 11, nicht, sagten Sie. Wo sind Sie da reingegangen, wenn Sie da irgendetwas zu tun hatten drin? Durch das Tor von der Straße her? Nicht durch den Block selbst? Mhm. Einmal sind Sie durch den Block selbst gegangen. Aber im Allgemeinen? Durch das Tor. Mhm. Ja. Und wo wurden dann die Leichen aufgestapelt, wenn Sie sie holen mussten von den einzelnen Blocks? Wo lagen die? Waren die in den Blocks drin oder lagen die vor den Blocks? Einige wurden auf die Straße gelegt, aber unmittelbar. Unmittelbar an der Tür, in die Tür hinein. Unmittelbar an der Tür wurden sie niedergelegt. Und mit welchen Fahrzeugen haben Sie diese Leichen abgeholt? Mit Handwägen. Mit einer Tragbahre. Mit den Händen wurden sie getragen. Mit den Händen wurden sie getragen. Auf einer Tragbahre. Auf einer Trage, ja. Ja, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Herr Dr. Kaul, bitteschön. Darf ich eine Bemerkung machen? Der Zeuge spricht Slowakisch, das ist nicht identisch mit Tschechisch. Darauf möchte ich hier hinweisen. Herr Dr. Kaul, ich habe noch einmal bestellt einen anderen Herrn, der im Laufe des Vormittags eintreffen wird. Wollen wir dann sehen, wie wir es am besten machen. Herr Direktor, verzeihen Sie, ich meine, ich will natürlich nicht die Dinge erschweren, aber erstens muss ich mich dem anschließen. Am 10. April 1942 nach Auschwitz gekommen sind und Ende August 1942 als Pfleger eingeteilt wurden. Ist das richtig? Jawohl. Ja, wir wollen Sie jetzt in der slowakischen Sprache, wenn es möglich ist, vernehmen. Und ich bitte Ihre Antwort auch in dieser Sprache zu geben, damit der Dolmetscher uns das dann richtig übersetzen kann. Am 13. Dubna 42 do Oswiecimi, bist du od konce Augusta 42 ošetrovatelem. Ja. Sie haben gesagt, Sie seien dann etwa 6,5 Monate Leichenträger gewesen, von Beginn 1943 bis zum August 1943. Stimmt das? Wiste by 6,5 miesięcy nosić mertwol aż do Augusta 1943. Bitte sprechen Sie ins Mikrofon, Herr. Len, že potom, predtým sem bol flegerom, ano. Kde ste byl, prosím? Na bloku 28. Ich war vorher auf Block 28. Im Übrigen stimmt es so, wie Sie es gesagt haben. Und Sie sollen dann nach August 43 im Block 28 als Läufer tätig gewesen sein bis Mitte 44. Wie ste byl běžcem na bloku 28 od augusta 43 až do roku 44? Ano. Ja. Sie haben uns weiterhin gesagt, dass Sie aus den verschiedensten Blocks des Lagers die Leichen herausgetragen hätten,
insbesondere auch aus Block 20, solche, die durch Injektionen gestorben seien und solche aus Block 11, die dort erschossen worden seien. Vy jste řekl, že jste nosil mrtví z bloku 20, kteří byli usmrtěni injekcemi, a z bloku 11, kteří byli usmrtěni zastřelení. Ano, souhlasím. Sie haben uns fernerhin gesagt, dass Ihr Vorgesetzter von Seiten der SS zunächst der Oberscharführer Josef Klär gewesen ist. Was predstavit od SS byl Oberscharführer Klär? Ano, souhlasím. Ja. Können Sie sich mit Bestimmtheit daran erinnern, dass in der Zeit, in der Sie Leichenträger waren, nämlich von Beginn 1943 bis etwa im August 1943, der Angeklagte Klär noch als SDG in dem Krankenbau gewesen ist? Víte určitě, že Klär byl sanitní podůstojník v té době, kdy jste byl nosič mrtvol, tedy od začátku roku 43 až do augusta 43. Ano, len, že to nebylo asi do augusta, ano, myslím, že to bylo asi měsíc skůr. Jenom měsíc. Ano, tak. Es wird etwa einen Monat während dieser Zeit gewesen sein. Sie meinen, dass Claire noch etwa einen Monat, nachdem Sie Leichenträger geworden sind, noch dort als SDG tätig war? Vy myslíte, že Claire ještě zůstal měsíc, co jste byl nosič mrtvol? Ne, on tam byl celou dobu, ano, ale on tam nebyl až do augusta, ale byl tam nějak do července, nebo srpna. Er blieb nicht bis August 43 dort, sondern nur bis Juli. Im Übrigen, die übrige Zeit war er dort. War er dort. Und Sie wissen genau, dass es sich bei dem Mann, den Sie in Erinnerung haben, um den Angeklagten Claire handelte. A víte určitě, že ten člověk, na kterého si pamatujete, je obžalovaný Claire. Ano, pamatuju si velice dobře. Sagen Sie bitte, Claire war damals, wie Sie uns eben gesagt haben, Sanitätsdienstgrad auf dem Häftlingskrankenrevier. Was war das für ein Block? Jaký blok byl ten, ta nemocnice pro vězně, kde byl Claire sanitní podůstojník? Tak to byly 4 bloky, to byl 19, 20, 21 a 28. Es waren 4 bloks, 19, 20, 21 und 28. Ja. Und haben Sie auch gesehen, dass Claire Phenolinjektionen gemacht hat? Viděl jste, že Claire dělal fenolové injekce? Viděl jsem, ale jsem byl přitom a zavražděný vězňů, který on zavraždil, jsem já od něho odnášal pryč. Ich war Augenzeuge und habe die ermordeten Häftlinge fortgebracht. Dann bitte erzählen Sie uns, wieso das kam, dass Sie Augenzeuge waren und wie sich das zugetragen hat. Jak to bylo možné, že jste to sám vlastními očimi viděl a jak se to stalo? No, tak abych byl stručný, ano. Ano. Tak byli vybraní vězni na Krankenbau, na bloku 28, poťažně na druhých blocích. No. Tí potom byli prevedení na blok 20. Ze začátku jako Fleger jsem tam byl volaný, potom jako Leichenträger. A musel jsem odnášat těch mrtvých, ano, kterých on zavraždil, který seděli na stolici, jsem já musel z té místnosti potom odnášat do druhé místnosti. Pardon, musím přeložit. Ich will mich kurz fassen. Auf Block 28 fand die Auslese der Häftlinge statt. Die Ausgesuchten wurden auf Block 20 gebracht. Ich war tätig zunächst als Pfleger, dann als Leichenträger. Und so lag es in meiner Pflicht, die von Claire Ermordeten fortzubringen. No tak potom otál jsme jich nosili z té místnosti, kde on jich zabíjal, přes chodbu do Waschraumu. Wir trugen die Toten aus dem Raum, in dem die Häftlinge getötet wurden, von ihm getötet wurden, über den Gang in den Waschraum. A potom, až bylo po všetkém, tak jsme jich nosili na blok 28 do pivnice. Und als alles vorbei war, trugen wir sie zum Block 28. Kam, do sklepa. In den Keller.
Und abends luden wir sie auf den Wagen auf und brachten sie zum Krematorium. Herr Zeuge, sind Sie in demselben Raum gewesen, in dem Claire diese Injektion gemacht hat? Byste v toj místnosti, kde Claire dával injekce? Ano, stál jsem pri něm někdy půl metra, někdy metr od něho. Ich stand oft einen halben Meter oder einen Meter von ihm entfernt dabei. Wer war außer Ihnen und Claire noch in dem Raum? Kdo byl místo mezi vámi a Claire ještě v té místnosti? Druhý nosič mrtvol. Der zweite Leichenträger. Ano, to byl Hermann Swagger, Franzus, Žid francouzský. Ein französischer Jude, Hermann Swagger. 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 A někdy aj druhý. Ano, tak. Mal der eine und mal dann der andere. Ja, würden Sie uns den Namen dieses Franzosen noch einmal buchstabieren? Hermann Swagger. Prosím, jednotlivý. S-V-A-G-A-R. Swagger. Bol to zubný technik z Paríža. Ein Dentist aus Paris. Wie viele Menschen wurden in Ihrer Gegenwart auf diese Weise getötet? Kolik lidí bylo zavražděno tímto způsobem za vaší přítomnosti? No tak to nemůžem přesně pravda povedat, ano, já jsem ji nečítal, no ale taky mohlo být okolo 700 až 1000. Ich habe sie nicht gezählt, aber es können etwa 700 bis 1000 gewesen sein. Und wie viel Mal waren Sie ungefähr dabei, wenn derartige Tötungen vorgenommen wurden? A kolikrát jste byl přítomen? Tak to nemůžem z určitosti povídat, ano. Tak někdy se stalo v týdni, že od pondělka do soboty. Někdy to bylo dva razy, někdy tři razy do týdne, ano. Es war manchmal täglich in der Woche von Montag bis Samstag, manchmal dreimal, manchmal auch zweimal wöchentlich. Wo kamen die Leute her, die da getötet wurden? Odkud přicházeli ty lidi, kteří byli usmrtěni? Nerozumím té otázky. Odkud šli ty lidi? Der Zeuge versteht die Frage nicht, woher. Ja, ich will wissen, ob diese Leute aus einem anderen Block dorthin gebracht wurden oder ob sie von außerhalb des Lagers direkt in den Block 20 gebracht wurden. Přišli tyto lidi z jiných bloků hlavního tábora nebo přišli zvenku? Ne, ty přišli z hlavního tábora z bloku 28 a jeden čas přivezli od někal z Polska asi 75 dětí ve věku od 8 do 14 roku. Sie kamen aus Block 28 in dem Lager und einmal wurden 75 Kinder von irgendwoher in Polen im Alter von 8 bis 14 Jahren gebracht. Und wer hat die Kinder von 8 bis 10 Jahren umgebracht? Bis 14 Jahren. Oder bis 14 Jahren umgebracht. Kdo zavraždil ty děti od 8 do 14 let? Obžalovaný Claire. Der angeklagte Claire. War damals auch schon ein anderer Sanitätsdienstgrad dort tätig? Byl tenkrát už jiný sanitní podůstojník? Byl a volal se, teda my jsme mu hovorili Ševčík, ale jak se volal druhým jménem? Das war ein anderer Sanitätsdienstgrad, wir nannten ihn Ševčík, wie er hieß, weiß ich nicht. Ale to byl člověk, že to byl anděl a to byl čert, můžeme tak povědět. Dieser war ein Engel, jener ein Teufel. Also dieser Mann, den Sie Ševčík nannten, sagen Sie, das war ein Engel gegen den Claire, den Sie als Teufel nannten. Der Ševčík, der byl anděl proti Klérovi, kterého se poznamenal jako čerta. Ja. Und wer hat nun die Kinder mit Spritzen getötet? A kdo dal dětem fenolové injekce? Obžalovaný Claire. Der angeklagte Claire. Und der andere, den Sie Ševčík nannten, nicht? Nein. Kterému říkáte Ševčík? Den habe ich nie gesehen. To neviděl jste ho tedy, že dával? Nikdy jsem já ho neviděl. Ne. Ich habe nicht gesehen, dass er Spritzen gegeben hat. Ke tam náhodou někdy musel být, ano, lebo se stalo, že keď obžalovaný Claire nedával injekcie, dávali dva polský vězni.
Wenn Claire diese Injektionen nicht gab, gaben diese Injektionen polnische Häftlinge. Był to Stössel, Alfred Stössel, a sim Josef Panštík. Josef Panštík. Was ist mit denen gewesen? Co bylo s těma dvěma? Jako zahynul, nebo co se s nima stalo? Co pak dělali ty dva? No tak ty dávali též injekcie. Auch die beiden haben Spritzen gegeben. Das waren aber Gefangene. Das waren ja. Das waren polnische Häftlinge. Wissen Sie, Herr Zeuge, ob... Er möchte noch etwas sagen. Ja, bitteschön. Hallo. A keď dávali títo dva viezni injekcie, tak tento obžalovaný, Ševčík, prosím, ano, ten Ševčík tam musel byť pri tom, ale vždycky sa pozeral von oknom a nikdy to nechcel vidieť. Wenn die zwei polnischen Häftlinge Injektionen gaben und Ševčík dabei stehen musste, stellte er sich immer ans Fenster und wollte nicht zusehen dabei. Sagten Sie nicht eben, Sie hätten den Ševčík nie gesehen? Wisst ihr, řekl, že jste nikdy neviděl Ševčíka. Habe ich Sie falsch verstanden? Dávat injekcie. Nee, Ševčík nedával injekcie. Ševčík hat keine Spritzen gegeben. Er hat keine Spritzen gegeben, aber Sie haben ihn gekannt. Ja, sehr gut. Ja, ich habe es verstanden. Wissen Sie auch etwas davon, ob Claire außer diesen Spritzen sonst noch irgendwelche Dinge gemacht hat mit den Häftlingen? Jestli Claire ještě mimo tyto injekce dělal věci se vězníma. Vím, možná potvrdit. Ich kann vieles darüber sagen. Ja, nun dann bitte sagen Sie mal. Prosím. Tak začátkem měsíce august 42, než jsem došel na blok 28, jsem ležal na bloku 20. chorý na skvrnitý tyfus. Ano. Vy sám? Já sám, ano. Chodil tam Claire, tak vtedy ještě právě jsem nevěděl, jak se volá, lebo já jsem to ho ještě vtedy nepoznal, tak to osobně. Přišel tam ještě s nějakým SS-manem, totiž toho jsem potom už více neviděl. Ano. No a chodil od posteli k posteli, byl tam ještě prítomný blokjoltester a blokšrajber, který měli karty při sebe. Ano. No a nevím, co s ním rozprával, jenom potom asi tak za dvě hodiny došli druhý, teda flégery a všetkých vynesli otáč von. Já jsem tam ostal sám jediný. Anfang August 42 lag ich selbst mit Flecktyphus erkrankt auf Block 20. Claire, dessen Name ich damals noch nicht kannte, kam mit einem SS-Mann, den ich später nicht mehr gesehen habe, ging von Bett zu Bett. Der Blockälteste und der Blockschreiber mit Karteikarten folgten ihnen. Zwei Stunden später wurden alle Kranken außer mir von Pflegern aus diesem Raum abgeholt. Dalej asi týždeň potem prišiel Claire sám. Po jeho odchode, on takto to sa opakovalo, pravda, že vtedy tam bol sám s tými dvomi, z Blokiel, Tester a Boschleiber. Sme ostali na izbe len dvaja, ja a jeden Polák. Eine Woche später kam Claire allein, ebenfalls in, also ohne SS-Mann, in Begleitung des Blockältesten und des Blockschreibers und wir blieben zu zweit in dieser Baracke zurück, in diesem Raum zurück. Das heißt also in der Woche war der Raum wieder aufgefüllt worden mit anderen Häftlingen? Tam místnost naplnila novéma nemocnými. To bylo hned na druhý den, lebo tedy byla ta epidemia. Es war damals die Epidemie und am zweiten Tag war das Zimmer bereits wieder voll. Habe ich Sie richtig verstanden, dass im Anfang August 42 Claire die erste Selektion vornahm in Gemeinschaft mit einem anderen SS-Mann. Rozuměl vám, pan předseda, dobře, když myslí, že začátkem augusta 42 Claire měl první selekci společně s jiným příslušníkem SS. To nemůžu povídat, ano, lebo já jsem ho vtedy viděl prvýkrát. Ich kann nicht sagen, dass es die erste Selektion war, ich habe ihn aber damals zum ersten Mal gesehen. Zum ersten Mal, da war er nicht allein, darauf kommt mir es an. Nebyl sám, ne, tedy byl ještě jeden SS-man. Beim ersten Mal war noch ein anderer mit ihm.
Wissen Sie, ob der andere vielleicht ein Arzt war? Wieder, если der Nini был лекар. То не может твердить. Das kann ich nicht behaupten. Aber wie er zum zweiten Mal eine Woche später kam, da war er allein. Er ist пришел по другий тидень позже был сам. Ано, то был сам. Dann war er allein. Und was mit diesen Personen geschah, die er da ausgesucht hat, wissen Sie das? A co se stalo s těma lidma, který vybral, víte to? Vím, lebo to jsem se potom dozvěděl od dalších, spoluvězňů Flegerů. A ty hovorili, že přijelo nákladné auto a odvezli do plynu. Ich weiß es, weil ich mich später danach bei anderen Häftlingspflegern erkundigt habe. Diese wurden auf Autos geladen, wie mir gesagt wurde, und in die Gaskammer gebracht. War Ihr Vater auch in dem Lager? Und Bill war auch jetzt da gift habe. Hallo. Ja. Und wie ist es ihm ergangen? A jak co pak se stalo s vaším otcem? Obžalovaný Claire před mojima očima ho zavraždil. Der angeklagte Claire hat ihn vor meinen Augen ermordet. A bylo to 29. septembra 1942. Und das war am 29. September 1942. Wollen Sie das bitte schildern, wenn es Ihnen auch vielleicht schwer ankommt? Wir müssen prosím, aber Sie můžete nám to vyprávět, i když to je pro vás velmi bolestné. Tak. Jeden moment bych si chtěl. Prosím. Jeden moment bych si chtěl. Ein Augenblick, bitte. Tak ja každý deň, keď dávali sa injekcie, byl som zavolaný zmenovaným už Leonem Svagerem na blok 20, kde nás očekával obžalovaný Claire. A neviem, tak za 4 hodiny, začali chodiť odsúdenci, ktorí mali byť zabitý. Pardon. Damals wurden Tegelspritzen gegeben. Ich wurde mit dem bereits erwähnten Leo Svagar zu Block 20 gerufen. Dort empfing uns der Angeklagte Claire. Einige Zeit, etwa eine Viertelstunde später, kamen die zum Tode bestimmten Häftlinge. No, neviem, už kolkáty, ano, prišiel tam aj môj otec. Ich weiß nicht, dass wievielter mein Vater dann kam. Môj otec ležal na bloku 21. Er lag auf Block 21. Asi týdeň, mal flegmónu, bol operovaný na flegmónu. Etwa eine Woche, er wurde wegen einer flegmóne operiert. Mal na ruce, neviem, už myslím, na ľavej ruke ju mal. Ich denke an der linken Hand. No a ja som bol teda ja som chodil za ním tam na 21. blok, keď som mal času. Ich bin öfter zum Block 21 gegangen, ihn besuchen. No, naraz pravda sa otvorila dvere a prišiel tam otec. Auf einmal öffnen sich dann die Türen und mein Vater kam herein. No, obžalovaný, a ešte s jedným, pravda? Noch mit einem. A obžalovaný Claire hovorí, sadnite si jednému aj druhému. Und der angeklagte Claire, prosím opakujte, ja som nerozumiel, obžalovaný Claire. Hovoril tým dvom odsúdencom, áno. Mojemu otcovi a tomu druhému. Der Angeklagte Claire sprach zu den beiden, meinem Vater und dem Mithäftling, der mit ihm gebracht wurde. Sadnite si. Setzten Sie sich. Dostanete injekciu, aby ste nedostali tyfus. Eine Spritze, damit Sie keinen Typhus bekommen. No a práve mi hned hneď som začal plakať, no ale ich teda... Ich begann zu weinen. Jeho to vôbec nepohlo, áno. Dal otcovi... Gerührt. Dal otcovi injekciu, ja som ho musel odnesť... Er gab dem Vater die Spritze und ich trug ihn, mein Vater, fort. No a potom asi, ja neviem, za týden, lebo jako, mi hovoril, že prečo sa mu to vtedy nepovedalo, že by ho nezabil. Und eine Woche später sagte er mir, warum ich ihm das nicht gesagt habe, er hätte dann den Vater nicht getötet. Ich hatte damals Angst, ihm zu sagen, weil es ja durchaus möglich war, dass er sagte, setz dich daneben.
Das ist alles. Was geschah mit dem anderen Häftling, der mitgekommen war? Co pak se stalo s jiným vězněm, který přišel s vaším otcem? Ten byl též. Ten dostal též injekci. Er bekam auch eine Injektion. Wurden die beiden zusammen getötet auf einmal? Byli zavražděni oba najednou. No napřed jedného zavraždila, potom druhého. Nacheinander, erst der eine, dann der andere. Also im Beisein des anderen? Jawohl. V přítomnosti druhého. Wurde sonst nicht im Allgemeinen immer ein Häftling nach dem anderen hereingeführt? Nein. Nebylo to jinak, že vždycky přišel jenom jeden? Ne. Nein. Stávalo se hodně případů, že po druhé. Es waren viele Fälle, dass sie auch zu zweit hineingeführt wurden. A myslím, že to bylo vždycky vtedy, když už bylo neskoro, pravda, a obžalovaný kléz sa ponáhal někde pryč. Jeho králíkom. Nerozuměl jsem. Že bitte ihn zu wiederholen. Stávalo se to vícekrát, ano, a bylo to vždycky asi vtedy, když se obžalovaný kléz ponáhlal. Ano, jeho králíkom. Und ich glaube, dass es dann geschah, wenn der angeklagte Claire Eile hatte, wegzukommen. Tak on tam měl králíku, tak těch velice. Er hat Kaninchen gezüchtet. Herr Dolmetscher, wie werden Sie fertig mit der Sprache? Geht es? Wenn es Sie nicht stört, dass ich mir öfter eine Antwort wiederholen lasse, wenn ich nicht sicher bin. Also ich möchte sagen, dass wir eigentlich dabei bleiben sollen, dass ich keine Bedenken habe gegen die Art der Verdolmetschung. Dann möchte ich Sie bitten, das weiterzumachen. Ja. Ja, ich bin also gebeten worden vom Gericht, doch für heute die Sitzung zu beenden, da wir doch heute sehr viel hier gehört haben. Und ich kenne nur die Räumlichkeiten des Blocks, wo sich das abgespielt ja, hat. Ja, das soll er uns auch zeigen. Er soll uns also anzeigen, den Flur und... Chodbu a místnosti. Toto byl blok, ano. Toto byla ta zahrádka, toto je... No, toto je... Blok 21, ano. Tuto byly dvere. Tuto byla jedna místnost, tak yeah. Tuto byla chodba nějak, ano. Nevím, však teda. Ano. Tuto byla ta místnost. Vielleicht kann der Zeuge auch nachher noch mal mit einem Wort erläutern, was der Name Cevcik bedeutet, ob das irgendeine Berufsbezeichnung ist oder sowas. Nein, das, Sie haben ihn so genannt, weil Sie nicht wussten, wie er hieß. Kann ich aushelfen? Ja. Schwetz ist der Schuster, Cevcik wäre also das Schusterchen. Ja. Der kleine Schuster, ja. Der kleine Schuster etwa. Ah, tuto niekde myslím, byla ještě jedna izba, ano, a tuto byl váš raum. Ještě jednou domyslet, zda to byl 28. září 42. Je to velmi důležitý. Je to přesně 28. nakolko také, jak se mám to vysvětlit, také dátum, ano, narodění, úmrtí, svatba, ano, že také to si člověk pamatuje celý život. Ich bin sicher, dass es der 28. ist, denn das Datum der Geburt, der Heirat, des Todes eines Angehörigen merkt sich ein Mensch für das ganze Leben. Das ist richtig. Sagen Sie bitte, 1942, Herr Westermann, sagen Sie bitte, bei dieser Tötung Ihres Vaters, wer war da in dem Raum, in dem er getötet worden ist? Kdo byl přítomen, když byl váš otec usmrcen? Přítomen byl obžalovaný Kler, jeden Francouz, Leon Svagar a já. Anwesend war der angeklagte Kler, ein Franzose, Leon. Leon Svagar. Svagar und ich. A ještě jeden potom, co byl zavražený, tak to nevím, který byl. Und noch ein anderer, der später getötet wurde, nein, ich weiß nicht. Totiž... Který seděl vedle otce. Der neben meinem Vater gesessen hat. Hatten Sie da besondere Aufgaben? Also ich will mal sagen, mussten Sie die Menschen, die getötet werden sollten,
hereinführen, mussten sie sie festhalten, mussten sie ihre Arme nach rückwärts beugen oder sowas ähnliches. Mně jste zvláštní úlohy, museli jste vést dovnitř vězňové, kteří byli zavražděni, museli jste jim držet ruce nahoru nebo na záda, nebo co se tam dělalo. Tak vést jsme jich nemuseli donutra, ano, ale vždycky, jak oni si sadli, tak jeden si musel stoupit dozadu, ano, levou ruku mu takto zvihnout a pravou takto držet před očami. Heranführen mussten wir sie nicht, aber so wie sich diese Häftlinge gesetzt hatten, mussten wir hinter sie treten, den linken Arm waagerecht ausstrecken und den rechten ihnen vor die Augen halten. Na druhý potom stál pred ním, ano, na keď bol mrtvý, tak jeden chytal zezadu, pod pažami, a druhý za nohy a museli sme ich prenesť cez chodbu do Vašraumu. Ja, der andere trat vor den Häftling, in dem Augenblick, wenn der Häftling tot war, musste ihn der vor ihm Stehende bei den Füßen ergreifen, der andere unter den Armen und gemeinsam trugen wir sie in den Waschraum hinaus. Wer hat die Spritze verabfolgt? Kdo dával injekce? Tak dával většinu, dával obžalovaný Klér. Meistens der angeklagte Klér. No potom boli dva Häftlinci. Dann waren zwei Häftlinge. Alfred Stössel. Alfred Stössel. Polák. Pole. Ja, si na ňo nespomenul. Panštík. Und Panštík. Ich konnte mich an den Namen zunächst nicht erinnern. Können Sie sich noch entsinnen, wie oft Claire ungefähr, also ich ganz ungefähren Zahlen, in ihrer Gegenwart auf diese Weise getötet hat? Vzpomínáte si asi kolikrát obžalovaný Claire za vaši přítomnosti vraždil? To nemůžu tak přesně povědat, ale bylo to hodněkrát, no tak pár desítek, možná stokrát. Das kann ich nicht so genau sagen, aber es war sehr häufig. Vielleicht 100 Mal, einige 10 Mal sicher. Also, Sie meinen über 10 Mal, von 10 bis 100? Messi, das ist das da? Desítky razy. Es waren einige Zehner. Einige Zehner. Also, unter 100. Míň než 100. No, Boža, míň a možná víc. No, tak já jsem to nečítal. Es kann sein, dass es weniger und noch mehr ist. Es kann sein, weniger und noch mehr, aber einige Zehner. Herr Zeuge, der andere Gefangene, der mit Ihrem Vater zusammen in dem Raum war, wurde der auch getötet? Denjenige, wir sehen, der mit Vashim Otzem auf der Miestnosti был также завражден. Ano, byl zavražděn. Ja, er wurde getötet. Und auch von Claire? Jawohl. Nun, Herr Zeuge, von wann ab waren Sie in dem Leichenträgerkommando? Od kého dne jste byl v komandu nosiči mrtvol? No tak tam jsem byl nějak, přesně to nemůžem povídat, od začátku 43. roku. Ale jako, já jsem tam přišel na Krankenbau, ano, buď koncem augusta, nebo začátkem septembra 42, jako Pfleger. Im Leichenträgerkommando war ich irgendwann einmal von Anfang 43, aber seit August bzw. September 42 war ich als Pfleger dort. No a jako Pfleger sme mali tež tú povinnosť, ano, keď bolo moc roboty, povedzme, že na 11. bloku a zároveň na 20. bloku, tak sme tež museli vypomáhať Leichenträgerom. Und als Pfleger hatten wir auch die Pflicht, wenn viel Arbeit war, auf Block 11 und auf Block 20 auszuhelfen, wenn zu viele Leichen zu tragen waren. An dem Tag, an dem Ihr Vater starb, sind da auch noch Bekannte von Ihnen, von Claire, getötet worden? Toho dne, co zemřel váš otec, byli taky zavražděni s námi? Byl. Ja. Dvaja. Zwei. Und wer war das? Kdo to byl? To byl nějaký Grün, es war ein Slovak. Grün, ein Slovake. Ein Feldbauer. Und Feldbauer? Armin Feldbauer. Armin Feldbauer. A pocházal ze Senice nad Mijavou. Und er kam aus Senic an der Mijava. Ja. War das ein Grün, also der Josef Grün, oder hatte der noch einen
Bruder. Byl to Josef Grün, nebo měl ještě bratra. Ano, byl to Josef Grün, on má více bratrů a některý ještě žije. Es war Josef Grün, er hat mehrere Brüder, einige von ihnen leben noch. Ist an diesem Tag noch ein anderer Grün von Claire gestorben, getötet worden? Byl toho dne ještě jiný Grün zavražděn Claire. Tak to nemůžem povedat, pravda, len ten jsem poznal jménem, nakolko jsem byl s ním narukovaný. Das kann ich nicht sagen. Diesen Grün kannte ich beim Namen, weil ich mit ihm eingezogen war. Kannten Sie auch den Java Grün? Nein, Verzeihung, das ist falsch. Das ist ein Irrtum meinerseits. Also es dreht sich um die beiden Feldbauer und Grün. Nun, Herr Zeuge, Sie haben heute gesagt, es wären einige Zehner Fälle gewesen, in denen Claire in ihrer Gegenwart mit Phenol die Menschen getötet hätten. Wie viele Menschen sind dabei etwa ums Leben gekommen? Ich glaube, Sie haben uns die Zahl schon am letzten Mal genannt. Vy jste nám dneska řekl, že víte o několik desítkách, kteří byli zavražděni Clairem fenolové injekcí. No tak, můžete nám říct, kolik asi? Tak přesný počet nemůžem povedat, ano, nakolko jsem si nerobil žádné záznamy, no ale určitě jí bylo tak okolo od 700 tak do 1000, možná že přes 1000. Eine genaue Zahl kann ich darüber nicht angeben, da ich mir keine Notizen gemacht habe. Ja. Aber sicher waren es insgesamt zwischen 100 bis 1000, vielleicht sogar über 1000. 700. Waren es auch einmal Kinder, die Claire auf diese Weise tötete? Und war eine größere Gruppe von Kindern. Byly to taky jednou děti, které zavraždil Claire tím způsobem, a sice skupina dětí. Ano, byla. Bylo to asi 70 až 75 dětí. Es waren etwa 70 bis 75 Kinder einmal. A které privezli někde z Polska, byly to celkom teda z civilu děti dovezené, bylo to na jejich vidět dobře živené, čisté. Die Kinder wurden irgendwo aus Polen hergebracht. Sie waren, es war ihnen anzusehen, sehr gut genährt und sauber. No, tak die všetky zavražil. Und die alle hat er getötet. Ermordet. So. Wissen Sie noch, wann das ungefähr war? Víte, kdy to asi bylo? Tak někdy v 43. roku, tak někdy. Irgendwann einmal im Jahre 43. Na jaro to bylo nějak. Nevím to přesně tak. Prosím? Někdy na jaro to bylo. Im Frühjahr 43, genau weiß ich es nicht. Im Frühjahr 43. Es kann auch Anfang des Sommers gewesen sein. Daran kann ich mich nicht so genau erinnern. Aber dass es Claire war, daran können Sie sich genau erinnern? Ja, das weiß ich bestimmt. Und hat er die Kinder allesamt getötet oder waren da andere auch noch beteiligt dabei? Also er war die Kinder sam, oder waren die noch zjednoceni? Nein, er sam. Nein, er allein. Und wie tötete denn Claire die Menschen? A jak zavraždil Claire ty lidi? No tak dávali jim injekcie do srdca. Er gab ihnen Spritzen ins Herz. Immer ins Herz? Vždy do srdce. Mužom vždycky, ženám do žily na levé ruce. Manchmal auch in die Ader an der linken Hand. Und wann tat er das eine und wann tat er das andere? Kdy dělal to jedno a kdy to druhé? No tak pri ženách som bol ve štyroch prípadoch. Raz nás zavolal do bunkra, tam byli dva prípady, a raz na bloku 28, tam boli tiež dva prípady. Ich war anwesend insgesamt viermal, als Frauen getötet wurden. Auf Block 28 waren zwei Fälle und auf Block 11 waren zwei Fälle. Tak bolo to jedného dňa. Mňa zavolal obžalovaný Claire, svagara a mňa. Museli sme vzít jednu trágu a išli sme na blok 11, dole do bunkru, tam ležali dve ženy, boli to Polky. No a tak obžalovaný Claire im hovoril, že by musela dostať injekciu, teda aby nedostali nejakú chorobu. Každá si musela vyhrnúť šaty na ľavej ruke. A on každej dal injekciu a my sme ich museli potom odnesť. Eines Tages rief Claire
den Franzosen Svagar und mich, wir sollten mit einer Tragbare im Block 11 in den Bunker kommen. Dort lagen zwei Frauen, Polinnen. Claire sagte ihnen, sie bekämen eine Schutzimpfung, damit sie keine Krankheiten bekämen. Beide Frauen mussten den linken Ärmel aufrollen. Er gab beiden die Spritze in die Hand und wir trugen die Leichen fort. Wie sind Sie in den Block 11 hineingekommen? Durch welche Tür? Das erste und das letzte Mal von vorne, nicht durch das Tor, sondern durch die Tür. Also nicht durch das Tor zwischen den Block 10 und 11, das auf den Hof führte, sondern durch die Tür, die in den Block selbst hineinführte. Ist das richtig? Ja, durch die Tür, die auf den Gang im Block 11 führte. Und wer hat ihn damals aufgemacht, geöffnet? Das war ein SS-Mann, den Namen weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Und wo waren die beiden Frauen, wie sie hineinkamen? Unten im Bunker. Und waren die da eingesperrt oder wurden sie herausgerufen oder wie war denn das? Erzählen Sie doch wieder mal. Billy Samknuti, Billy. Tak ten SS man išel s nami, ano, po chodbě tam byly také železné mreža, ty otvoril, zavedl nás dole, ano, boli tam také desky, na tých ležali, jedna myslím vpravo, druhá vľavo, to už si tak presne nevím spomenúť, ale ležali obie, lebo boli choré. Mietiak bylo asi podezrenie, že majú tyfus, to si nepozdáva. Der SS-Mann öffnete eine Eisentür, eine Gittertür, die zugeschlossen war, und unten lagen diese beiden Frauen. Ob sie auf Platten lagen, weiß ich nicht mehr genau. Ja, lagen die in dem Flur dieses Kellers oder lagen die in einer Zelle? Lagen sie allein mit anderen zusammen? Leżeli w chodbie dole w bloku 11 nebo byli leżeli w celi sami, drugi tam nebol, len ty dve ženy. Verzeihen Sie, darf ich wiederholen? Ja. Prosím, řekněte ještě jednou. Že ležali sami dvě v celi. Es lagen nur die beiden in der Zelle. In einer Zelle. V jedné celi. V jedné celi, ale sami dvě. Druhý tam nebyl žádný. Es waren keine anderen in dieser einen Zelle. Sie sagen immer, sie lagen. Waren sie denn ohnmächtig zu gehen oder zu stehen oder waren sie krank oder warum lagen sie? Říkáte, že leželi, byli nemocní, nemohli vstát nebo jít. Byli nemocné. Sie waren krank. Sie waren krank. Und Claire hat ihnen versichert, sie bekämen eine Spritze, um irgendwelche Infektionen zu vermeiden. Und hat ihnen dann auf diese Weise die Todesspritze gegeben. Erklär ihm selbst, dass sie eine Injekzie proti nějaké infekci a pak ihm dal tu smrtelnou injekci. Ano, tak keď jsme tam přišli, ano, tak on začal na nich německy hovorit, no ale oni německy nevěděli, tak já jsem to přetlumočil. Als wir hinkamen, fing er an, Deutsch auf die Frauen einzureden. Die Frauen verstanden kein Deutsch, so habe ich gedolmetscht. Und zwar in welcher Sprache? V jaké řeči? Polnisch. Polnisch. Waren es denn Polen? Ja. Und wann war das? A kdy to bylo? To bylo asi někdy koncem 1942. Das war irgendwann im Winter, Ende 1942. 1942 im Ende? 1942, ano. Ja. Denn Sie haben bei Ihrer Vernehmung in Pressburg, haben Sie gesagt, es war zu Ende des Jahres 1943. V Bratislavě jste řekl u vašem předsedání, že to bylo koncem roku 43. Ne, já jsem povedal 42, lenže ta slečna, co to písala, ano, ta byla tak vyjevná z toho, že tam spravil hodně chyb. Ich habe gesagt 42, ich nehme an, das Fräulein, das das geschrieben hat, war so entsetzt von diesen Dingen, dass eine ganze Menge Fehler in dieser Vernehmung sind.
Also Sie bleiben heute dabei, dass Sie sich mit Gewissheit darauf erinnern können, dass es Ende 1942 gewesen ist. Ja, warte, ich denke, das war Ende 1942. Also, dass man sich jetzt daran erinnert. Ja, ganz gewiss. Das war einmal, und dann sagten Sie, hätten Sie noch einen Fall erlebt, wo ebenfalls zwei Frauen getötet worden seien? Wir haben uns gesagt, dass Sie noch einige andere Fälle erlebt haben, wo zwei Frauen getötet worden seien. Bolo to asi v októbri 1942. Es war etwa im Oktober 42. Keď sa zarizoval Krankenbau na ženském lágru v Birkenau. Als der Krankenbau im Frauenlager Birkenau eingerichtet wurde. Chodil tam každý deň, čo som menoval polský viezeň Stössel. Jeden Tag ging der von mir bereits erwähnte polnische Häftling Stössel dorthin. A raz ho tam prichytili, ako donesel jeden dopis do ženského lágru. Und einmal fingen sie ihn dort, als er einen Brief in das Frauenlager brachte. Písal to nejaký Genek Obojský, myslím, nemecky sa to volá Eugen. Es hat geschrieben ein gewisser, diesen Brief hat er geschrieben ein gewisser Genek, auf Deutsch Eugen Obojský, ktorý bol tiež ako Leichenträger. Der auch als Leichenträger dort war. Na tento dopis Stössel mal priniesť jeho snúbenke do Birkenau. Und diesen Brief sollte Stössel seiner Braut nach Birkenau bringen. Ten dopis nechal druhý viezeň, na meno si nepamatujem už, to bol kuchár, pozdravovať tiež jeho snúbenku, ktorá bola ze snúbenku toho Obojského tam. Damals ist auch ein anderer Häftling, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Er war Koch. Seine Braut, die mit der Braut des Vorerwähnten in Birkenau war, grüßen. No a nakoľko chytli ten dopis na Blockführerstube, no, tak asi za dve hodiny na to zavreli toho Obojského. Als sie den Brief auf der Bauführerstube abgefangen hatten, brachten sie zwei Stunden später diesen Obojský. Ne, ten bol na bloku 28. Toto sa všetko udalo v Birkenau a odtáda si telefonovali, lebo prišiel posol, ja neviem. Die Dinge spielten sich in Birkenau ab. Obojský war auf Block 28. Wahrscheinlich riefen sie von Birkenau den Block 28 an. Im Hauptlager Block 28. Von bewaffneten Tabasche Block 28. Block 28, áno. Potom večer, keď sa Stössel vrátil, Stössla tiež zavreli na Block 11. Am Abend, als Stössel zurückkam, wurde er auch auf Block 11 eingesperrt. A na druhý deň dovedli tú frajerku, lebo jak to mám povedať, nevestu Obojského, aj tú druhú, co ten druhý nechal pozdravovať. Und am zweiten Tag brachten sie die Braut dieses Obojský und auch die Braut des zweiten Häftlings, der Grüße bestellt hatte. Myslím, že sa volá Borčík, ale presne už neviem. Ich denke, sie hieß Borčík, aber genau weiß ich es nicht. A ti dostali potom na bloku 28. v malém sáli naľavo dostali injekciu od obžalovaného kléra. Und sie bekamen auf Block 28 in dem kleinen Raum links die Spritzen vom angeklagten Claire. Wer jetzt? Die beiden Frauen? Die dva ženy. Und der Genek Obojský? Kdo dostal tie injekcie? Die dvě ženy, lebo Genek Obojský bol zavretý na bloku 11. Die beiden Frauen bekamen diese Spritzen, denn Genek Obojský war auf Block 11 eingesperrt. A Theo potom asi v januári bol odstrelený na bloku 11. Und der wurde etwa dann im Januar erschossen. Und was geschah mit dem Stössel? Er sagte eben noch etwas. Toho zastrelil obžalovaný Boger. Und den hat der angeklagte Boger erschossen. Den hat der angeklagte Boger erschossen, den Obojský. Obojský, ja. Und der Stössel, der war... Stössel, ten tam sedel asi 5 mesiacov. Und Stössel saß etwa 5 Monate dort. A tež asi niekedy v marci, v apríli ho zastrelili.
Und den haben sie auch irgendwann im März oder April erschossen. Ja, jetzt wollen wir mal langsam vorgehen. Zunächst haben Sie uns eben erzählt, dass in Block 28 im Oktober 1942 diese beiden Frauen von Claire durch Spritzen in den linken Arm getötet worden seien. Ich habe gesagt, dass im Oktober 1942 in der Block 28 im Osmem zavraždene tyto dvě ženy injekcemi obžalovaným Klérem. Das ist richtig. Wissen Sie noch, wie die Frauen hießen? Nevíte, jak se jmenovaly tyto ženy? Proši, hatten Sie die eine? Nevím, přesně, ale jedna se volala Saša, to vím, ale ináč nevím, jak se volala. Ich weiß es nicht genau, die eine wurde gerufen. Saša. Saša, ja. Aber genau Saša. Weiß ich es nicht. Saša. War das dieselbe, die Sie mit dem Namen Borsi bezeichnete? Je to ta sama, o které se říká, že se jmenovala Brošík. Ne, ne, to bol ten Borčík, to bol ten, který se podpísal na ten dopis, který ten Štesl tam odozdal. To nebylo jméno ženy. Borčík byl ten Name eines Mannes, der den Brief unterschrieben hatte, aha, den Obojský mit, den Štesl mit rübernahm. Also. Und die eine Frau nannten sie Sascha und der von der anderen wissen Sie den Namen nicht. Das weiß ich. Wissen Sie noch mehr Namen von Gefangenen, die von Claire getötet worden sind? Víte ještě více jmen vězňů, který zavraždil Claire? Ano, tak z naší obce, tak poznám. Ja, aus unserem Dorf kenne ich einige. Und wie heißen die Leute? Jak se jmenujou? Tak byli to traja bratry Grünsteinovci. Drei Brüder Grünstein. Ja. Wollte Otto Pirak. Es war Otto Pirak. Pirak. P-I-R-A-K. Ja. Auf dem A-Naxon. Dann wollte ich potom. Potom dann wollte ich den Messiar Grünwald, Skopčan, Resurzenjobze. Es war einer aus dem Nachbardorf, ein. Ich habe den Vornamen nicht verstanden. Grünwald. Grünwald. Den Vornamen. Kennst du nicht mehr, ne? Bertek, mohovorila, nevím, Bertek sagte sie zu ihm, ich weiß es nicht genau. Bertel, Albert. Grünwald, und der, aus welchem Dorf war der? Aus jaké obce byl? Kopčany. Auf Kopčany. Und potom tam boli ještě Fischerovci. Dann war Arthur Kaufmann. Die Fischers dort, Arthur Kaufmann. Die Fischers. Wie waren das mehrere Brüder? Byli to víc bratři? Ano, dvaja bratři. Zwei Brüder waren das. Zwei Brüder Fischer, dann Kaufmann, wie hieß der mit Vornamen? Arthur Kaufmann. Arthur Kaufmann. Ich kann mich an manches nicht mehr erinnern. Wissen Sie, ob noch ein Paul Hecht dabei war? Ja. Paul Hecht. Paul Hecht, und haben wir auch gesehen. Adalbert Greipel. Greipel, ja, auch. Und ein Manfred Tauber. Manfred Tauber, ja, der ist aus Wien gekommen. Der war studoval na Doktora. Und er war Medizinstudent. Und wo wohnten die Leute sonst? Wo hatten sie ihren Wohnsitz? Ach, der Bilderleiter zu Ligi. Geht wohl in der Slobode? Ano, als sie in Freiheit waren. Ja. In Holič. In Holič. Holič. Also, wenn ich wiederholen darf, es waren die Brüder Grünstein, die beiden Brüder Weinwurm, Otto Pirak, die beiden Brüder Fischer, der Arthur Kaufmann, Paul Hecht, Adalbert Greibel, Manfred Tauber und Albert Grünwald aus Kopčany. Darf ich ihn fragen, ob er den Namen verstanden ja. hat? Rozuměl jste jména? Ano, rozuměl jsem. Ich habe den Namen verstanden. Und ist, entspricht das der Wahrheit? Je to pravda, že ty tam byli zavražděni? Ano, ty tam byli zavražděni. Ja, tam na těch si pamatuju, tak bylo jich tam více zavražděných. Ano, die wurden dort getötet, an die kann ich mich erinnern. Waren diese Männer, die Sie eben genannt haben, alle aus Ihrem Transport? Byli tyto muži, které jste vyjmenoval z vašeho transportu? Ne, nebyli z mojho transportu. Nein, sie waren nicht aus meinem Transport.
Nein. Einige von Ihnen. Einige von Ihnen waren nicht aus Ihrem Transport. Sie kannten sie aber, weil sie aus Ihrem Heimatort oder aus der Nachbarschaft waren. Вы знаете, я знаю, что были из вашей обцы, либо из соседней обцы. Так я сам их за то познал, что мы сходили сполу до школы, ано, а того Гринвальда Скопчан сам познал только насколько к нам ходил к моему отцови. Ich kannte einige von ihnen, weil wir gemeinsam in die Schule gegangen waren. Grünwald kannte ich, weil er öfter zu meinem Vater gekommen war. Grünwald war schon ein älterer Herr. Waren Sie bei dieser Tötung selbst zugegen? Ja, ich war dabei anwesend und alle diese habe ich weggetragen. Dann hätte ich abschließend zu Claire noch eine Frage, die Sie, meine ich, schon beantwortet haben, die mir aber trotzdem noch wichtig ist. Na konec se ještě musí kladnout otázka, kterou, jak myslí předseda, jste už odpověděl, ale která je velmi důležitá. Haben Sie selbst oder hat Claire an Ihnen selbst einmal Versuche irgendwelcher Art vorgenommen? Dělal Claire nějaké experimenty na váš? Ano, dělal. Ja, er hat es getan. Was waren das für Versuche? Co to byly za zkoušky? Tak bral mi míchu. Prosím, opakujte. Míchu z chrbtice tu šťávu. Er nahm mir aus dem Rückenmark den Saft. Ich kenne diesen Ausdruck Micha nicht. Darf ich nachsehen, was im Wörterbuch darüber steht? Bitte schön, ja. Liquid. Es ist im Wörterbuch nicht angegeben. Es handelt sich wahrscheinlich um einen medizinischen Fachausdruck. Ja, das ist Liquor. Also eine Flüssigkeit aus der Wirbelsäule, nicht? Ja. Aus dem Rückenmark. Hat er bei Ihnen entnommen? Ja, to u vás bral. Raz. Zu welchem Einmal. Zweck? Zu welchem Zweck? Na co? Bol tam nejaký SS-lekár Weber, ktorý robil tieto pokusy. Es war dort ein SS-Arzt Weber, der diese Versuche unternommen hat. No a Claire mu nejak asistoval, ano. Boli, ktorí tam 12 sme boli. Claire hat ihm assistiert, wir waren damals zu 12. Tak ty tam ležali a mňa tam zebrali vtedy ako... Za trest. Wir lagen zu 12 dort und mich hat man aus Strafe, aus Gründen der Strafe dort dazugelegt. Ja. Stalo sa, že sme nesli dvie mŕtvoly z bloku 20, es menovaným Svagarem. Als wir zwei Toten, zwei Leichen aus dem Block 20 trugen, mit Svagar zusammen. A jak sme došli na schody, und als wir zur Treppe kamen, tak nám spadli dole a práve išla jedna SS-manka okolo s devčatami. Fielen die beiden Leichen von der Trage herunter. Gerade in dem Augenblick ging ein SS-Mann mit Mädchen vorbei. Eine SS-Mann, Männerina. To je žena SS-Manka. Eine Aufseherin der SS. No a tak snad oni myslí, že jsme to naschvál zhodili dole, aby ty ženy viděli těch nahých mužů, pravda? Und sie nahm wahrscheinlich an, wir hätten die Leichen absichtlich heruntergeworfen, damit diese Mädchen die nackten Männer sehen. No tak nám dala každému facku. A wir bekamen jeder eine Ohrfeige. Zapísala si naše čísla, no potom... Und unsere Nummern wurden notiert. No a za to ja nevím, či mal právě na mě taký vztek, tak mě tam zobral. Und ich kam also deswegen dorthin. Hat Claire damals diesen Einstich ins Rückenmark gemacht unter der Assistenz eines SS-Arztes? Ja, Claire, tu píchu do vaší páteře za asistence toho SS-Lékaře. Áno, robil to za asistenci lekára, a niekedy, myslím, to robil aj sám. Robil to aj sám. In meinem Fall war der Arzt anwesend, bei einigen meine ich, wäre Claire allein gewesen. In Ihrem Fall meinen Sie, wäre Claire allein gewesen?
Entschuldigung, in meinem Fall war der Arzt anwesend, in anderen Fällen meine ich, wäre Claire allein gewesen. In Ihrem Fall war der Arzt anwesend, in anderen Fällen, glauben Sie, sei Claire allein gewesen. Er war nicht, hat nicht unmittelbar daneben gestanden, aber er saß dort und schrieb etwas. Der Arzt? Ja. Hat Ihnen Claire auch Einspritzungen ins Rückenmark gemacht? Nein. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Ist es richtig, dass Claire zu Ihnen nach der Tötung Ihres Vaters gesagt hat, als Sie weinten, warum Sie ihm nichts gesagt hätten, dass es ihr Vater sei, dann hätte man ihn doch verschonen können. Je to pravda, že vám Claire po usmrcení vašeho otce, jak jste plakal, řekl, proč jste mu neřekl, že to je váš otec, že by ho jinak nezabil. Ano, to mi povídal. Ja, das hat mir gesagt. Am selben Tag oder später? Ten samý den nebo později? Ne, na druhý nebo na třetí den. Já myslím, ale že to bylo na druhý den. Am nächsten Tage oder am übernächsten, ich glaube aber, es war am nächsten Tag. Es wird festgestellt aus dem Bunkerbuch 1, dass auf Blatt 81 ein Eugen Obojski eingeliefert worden ist am 1942 muss das gewesen sein, der am 25.01.43 verstorben ist, offensichtlich erschossen, und zwar steht ein Vermerk da, hier politische Abteilung, zweimal durchgestrichen und mit einem Kreuz versehen. Es wird weiterhin festgestellt aus demselben Bunkerbuch, Blatt 120, dass der Alfred Stössel, der am 11.02.43 eingeliefert worden ist, am 3.03.43 verstorben ist. Mit dem Obojski zusammen auf Blatt 81 ist auch ein Alfred Stössel, der wird aber dort mit E geschrieben, ist aber geboren am 25.04.15, also am gleichen Tag. Also das ist derselbe Alfred Stössel, ist ebenfalls am 29.10. eingeliefert worden und wo steht's? Ja, und am 9.11. anscheinend dort entlassen worden. Jedenfalls befindet sich insofern kein Kreuz auf dieser Eintragung und sie ist auch nicht zweimal durchgestrichen, sodass man entnehmen kann, dass er am 9.11. entlassen worden ist, wie der Zeuge uns gesagt hat. Herr Zeuge, soweit Ihre Angaben von Claire. Sie haben uns dann weiterhin gesagt, dass der Obojski von Boga erschossen worden sein soll. Wissen Sie, dass der Obojski von Boga erschossen worden sein soll? Ja, weil ich war. Bei dem Assange von der schwarzen Wand. Ich war dabei und ich habe ihn von der schwarzen Wand weggetragen.
Wollen Sie das einmal näher schildern, wie sich das abgespielt hat, insbesondere wann Sie dorthin kamen, wo Sie hinkamen, wo Sie gewartet haben, was dann passierte und bis zu dem Moment, wo Sie dann Ihrer Pflicht danach kamen, die Leichen zu befördern. Môžete nám presne líčiť, jak se to stalo, kdy ste tam prišiel, kde se stal, co se tam stalo, tedy líčiť vše, až ste musel plniť vaši povinnosť. Tak, jak som už spomínal, ano, bol som na bloku 28. Keď niečo bolo, tak prišiel niekto z 11. bloku, buď to bol Schreiber, lebo nejaký SS-man, prišiel na chodbu, niekedy aj dole do Leichenkammer, niekedy do ambulancie, ano, ale väčšinou je len medzi dvera a zakričaj Leichenträger. Wie ich mich erinnere, ich war auf Block 28 und vom Block 11 kam ein Schreiber oder ein SS-Mann auf den Gang oder in die Leichenkammer oder in die Ambulanz. Meist aber blieb er auf dem Gang stehen und rief Leichenträger. Wann war das ungefähr? Grito bilo asi. No tak od začiatku, co som byl na Krankenbau. So war es stets, seit ich auf dem Krankenbau war, bis zum Ende. Das heißt also vom 1943 oder von 42 ab? Bylo to od roku 42. Od roku 42 až do roku 44. Es war vom Jahr 42 bis zum Jahr 44 so. Vom Jahr 42 bis Jahr 44. Nun ja, als Sie wurden gerufen. No potom prišiel, pravda, niektorý vybehol hore. Tak potom prišiel kapo Leichenträger, tak na toho prvého si tak nespomínam, potom bol nejaký Stanislav Rischler. Und dann kamen die herausgerufenen, der Kapo der Leichenträger, ein. Ne, prišiel sa pozrieť sám, ale navrch, co sa, kam sa má ísť. Es kam einer nach oben und fragte den Rufenden, was er tun sollte, wohin er gehen sollte. Tak potom povedal, buď jedni tragy, lebo dvoje tragy. Dann sagte er ihm, ob er eine Tragbahn oder zwei Tragbahnen zu bringen habe. No, potom Kapo určil, ktorí tam majú ísť. Und der Kapo bestimmte, welche Leichenträger dorthin gehen sollen. Ale nakoľko ja neviem teda, prečo ja som bol vždycky volaný, a ešte keď som bol Pfleger, potom neskôrši ako Läufer. Potom neskôršie ešte ako Schreiber, pravda, vždycky mňa tam volali. Ich bin sehr oft, fast jedes Mal gerufen worden, gleichgültig, ob ich Pfleger, Läufer oder Schreiber war. No tak potom sme prišli na blok 11. Dann kamen wir zum Block 11. Áno, vráta ma donútra. Durch das Tor hinein. Zanesli sme tí tragy na ľavú stranu. Wir trugen die Tragbahren auf die linke Seite zum Block 10, in Richtung des Blocks 10. No, čakali sme v kúte, tak, no ne ani v kúte, tak asi 3/4 bloku 10. Wir warteten auch in der Ecke nach Block 10 hin. No až potom prišli, pravda, politické oddelenie, alebo niektorý prišiel sám. Bis die dann kamen von der politischen Abteilung oder manchmal kam auch einer allein. No tak všetci odsúdení na smrť, áno. Zum Tode bestimmten verurteilt. Boli na bloku 11. Waren auf Block 11. Ve Waschraume, tam sa museli vyzlesť do naha. Im Waschraum, wo sie sich nackt entkleiden mussten. No a potom ich vodili po dvoch. Und dann wurden sie zu zweit herausgeführt. Keď bolo ich viacej, wenn's mehrere waren, vodili aj po štyroch, keď wurden sie auch zu viert herausgeführt, v černej stene, zur schwarzen Wand, tam ich postavili tváru ke stene, dort wurden sie mit dem Gesicht zur Wand aufgestellt, no a nek ten strieľajúci, ktorý bol, áno, priložil im, und der Betreffende, der gerade schoss, legte ihnen malorážku, ein Kleinkalibergewehr, auf den Hinterkopf, die Stelle, die der Zeuge eben zeigt. No, strelil, mŕtvy padol na zem. Er schoss, der Tote fiel zur Erde. Keď bola väčšia poprava, tak tom bol prítomný lekár. Wenn eine größere Hinrichtung war, war der SS-Arzt anwesend. No, keď tam bolo menej, áno, tak tam nebol, tak. Und wenn es weniger Hinzurichtende waren, war er nicht dort. No a ktorý tam bol, práve tak ten buď lekár povedal ab,
To značilo, že ich máme naložit. Und wenn dort war, dann sagte der Arzt ab und das bedeutete, wir hätten die Leichen aufzuladen. Jeden musel chytnúť za nohy. Der eine musste sie bei den Beinen fassen. Druhý pod pažami. Der zweite unter den Armen. Hodit na trágy. Auf die Trage werfen. Toho druhého zas opačne. Den zweiten umgekehrt. No a museli sme utekať tak asi do pol bloku desátého, kde bol kanál. Wir mussten also bis halbwegs Block 10 laufen, wo ein Kanal war. A tam vykotiť a zas utekať naspátek. Und dort auskippen und wieder zurücklaufen. Ja. Neviem, čo bych mal. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wer war denn bei solchen Erschießungen zugegen? Haben Sie von den SS-Leuten irgendwelche Menschen gekannt, die dabei waren? Kdo byl přítomen u těch zastřeleních? Znal jste z příslušníků SS lidí, kteří tam byli přítomní? Ano, poznal jsem. No, byl to tu obžalovaný Boger. Ja, ich kenne einige. Es war der angeklagte Boger, Kaduk, Stibitz, Palič. Potom ešte taký, ktoré som tady to poznal, neviem jeho meno, s tými okulárami minule. Dann auch einen, den ich hier erkannt habe, ich kenne seinen Namen nicht, den mit der Brille. Na, wollen potom... Sie mal auf ihn zeigen? Môže dann ja ukázať, prosím, kto to je. Welchen? Gehen Sie mal auf ihn zu, bitte. Jděte, prosím, tím směrem k němu. Dieser da? Der mit der Brille. Ja, nun, wir werden Ihnen nachher die Angeklagten noch einmal gegenüberstellen. Wir ještě vás představíme všem obžalovaným potom. Was taten denn nun diese Leute, die Sie uns jetzt benannt haben? Co pak dělali ty lidi, které jste zde jmenoval? No tak tyto všetci střílali. Alle diese haben Häftlinge erschossen. Pri černej stene na Block 11. An der schwarzen Wand am Block, in Block 11. No a potom ešte vešali aj. Ja, und dann haben sie auch aufgehängt. Bei diesen Erschießungen schoss doch nur einer oder schoss mehrere? Pri týchto exekúcií strieľal vždy jeden nebo více. No tak ja kedy, niekedy len jeden strieľ. Kedy ich bolo málo, ano, ale sa stali prípady, že ich bolo aj 200, áno. Najväčší prípad, co si pamatujem, áno, bolo 285. Wenn eine kleine Hinrichtung war, schoss nur einer. Bei größeren Hinrichtungen, und ich kann mich an einen Vorfall erinnern, wo 285 erschossen wurden. A bolo to presne 28. októbra 1942. Und es war genau am 28. Oktober 1942. Weil es der tschechoslowakische Staatsfeiertag ist, habe ich mir dieses Datum gemerkt. Was war da? Co bylo 28. Oktobra? No tak to bolo tedy, co ja sem bol prítomný, ano, najväčšia poprava, ktorú sem ja zažil. Es war die größte Hinrichtung, die ich selbst erlebt habe, bei der schwarzen Wand. No tedy už sem myslel teda, že odpadnem, ano. Lebo teda, oni sa ponáhlali, bol ich tam asi 6, lebo možno 8. Es waren sehr viele Leute dort, die geschossen haben, 6 oder später sogar 8. Möglich, dass es 8 waren. Sie wechselten sich dauernd ab. Es dauerte nicht länger als 2 bis 2,5 Stunden. Wir waren völlig vernichtet. No, teda, ako řezníci sme byli od krvi. Wir waren voll Blut wie die Metzger. Ja. Wenn nun einer schoss, wo befanden sich da die anderen, die nicht geschossen haben? Když jeden střílel, kde byli jiní, kteří nestříleli?
On tak niekedy byli na levej strane pri 10. bloku, niekedy stali v pravém rohu pri 11. bloku, tak to nebolo vždycky. Es war nicht immer regelmäßig, manche standen links zum 10. Block hin, manche auf der anderen Seite zum 11. Block hin. Das war nicht regelmäßig gleich. Können Sie sich noch entsinnen, wer bei dieser großen Hinrichtung am 28. Oktober 42 von SS-Leuten zugegen war? Můžete si vzpomenout, kdo byl přítomen při této velké popravě 28. oktobra 42? No, tak tam byl tedy Štíbic. Dort war Štíbic. Kaduk, Boger, potom tam byl ještě jeden taký malý, ten strašně střílal, ale na toho si nevím. Dort war noch ein, außer Kaduk und Boger war noch einer, ein kleinerer, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Myslím, že tam byl aj Palič vtedy. Ich glaube, dass auch Palič damals zugegen war. No potom tam byl nějaký SS lekár. Dann war dort ein SS-Arzt. Z politické Abteilung, těch tam bylo dva alebo tři, ale kteří nestojí, kteří tam byli, to byla nějaká komise, alebo čo. Es waren auch mehrere aus der politischen Abteilung, die schossen aber nicht, das schien eine Kommission gewesen zu sein oder so etwas ähnliches. Herr Zeuge, Sie haben uns erzählt von Eugen Obojski. Vyprovoval jste nám o Genku Obojským. Ano. Waren Sie bei dessen Erschießung dabei? Byl jste přítomen o jeho popravě? Ano, byl. Ja, ich war anwesend. War das eine große Erschießung oder war das eine kleinere Hinrichtung? Byla to velká exekuce nebo malá? No, tak nebyla to ani malá, ani velká, mohlo jich tam být, já nevím, 50, 60, 40, tak nevím, ale nebylo to tak nějaké. Es war keine sehr große Exekution, etwa 40 bis 60. Etwa 40 bis 60. Waren bei dieser Exekution mehrere zugegen? SS-Leute, meine ich natürlich. Bylo tam přítomno ještě víc příslušníků SS u této exekuci? Ano, bylo. Ja. Wer war außer Boger noch zugegen? Können Sie uns das noch sagen? Kdo byl tam přítomen mimo Bogera? Mimo Bogera, myslím, tam byl ten Štíbic. Außer Boger, glaube ich, war Štíbic dort. Na z těch... Z politické Abteilung, nevím si už chtěl vzpomenout. Vím teda jejich jména, ale si teraz nemůžem vzpomenout. Ich kann mich im Augenblick nicht an den Namen derer aus der politischen Abteilung anwesenden erinnern. Myslím, tam byl nějaký Lauschmann. Lauschmann, vielleicht. Tak nějak, ale Grabner tam byl. Grabner. Ja, und wann war diese Hinrichtung Obojský? A kdy byla tato poprava Obojského? Bylo to v januári 43, teda přesný den nevím. Bylo to někdy koncem januára. To war irgendwann mal Ende Januar 43. Ne, nicht Ende Januar. Ende Januar 43, genau weiß ich es nicht mehr. Ende Januar 43, wie Obojský erschossen worden ist. Jak byl zastřelen Obojský? Ano. Ja. A byl tedy aj zastřelený ten Borčík. Und es wurde auch dieser Borčík erschossen. Ja. Kleinen Moment. Wir hatten festgestellt bei Obojský 25. Januar. Kann das stimmen? Može. Bylo zapsáno, že byl zastřelen 25. ledna. Je to možné? Může to být, ano. Es ist möglich. Ja. Und jetzt überlegen Sie bitte einmal genau, ob vor dieser Erschießung Obojský diese große Erschießung mit den 245 Menschen gewesen ist. 285. Oder 285 Menschen gewesen ist, ob das vorher war oder nach dem Obojský. Prosím, přemýšlejte přesně, jestli zastřelení těch 285 lidí bylo před popravou Obojského nebo po popravě Obojského. To bylo přesně 28. oktobra 1942. Das war genau am 28. Oktober 1942. Ja, ich meine, wissen Sie, ob es 42 oder 43 war? Wie, jestli bylo 42 nebo 43? Ano, lebo hned, jak já jsem tam došel, to bylo jaksi moje
Es war gleich, als ich hinkam, das war mein Willkommen dort. Das war die größte Hinrichtung, die ich erlebt habe. Ja, und da wissen Sie bestimmt, dass Boger dabei war, oder wissen Sie das nicht? Bitte, určitě u té velké poplavě byl Boger, nebo to nevíte. Das weiß ich sicher. Denn bisher ist uns gesagt worden, dass Boger im Oktober 1942 noch gar nicht in Auschwitz gewesen sein soll. Dosud bylo řečeno, že Boger v oktobru 42 nebyl v Osvětimi. Byl. Er war dort in Auschwitz. Er war schon dort. Jawohl. Nun, Herr Zeuge, der Obolski ist also, wie Sie uns eben sagten, am 25. Januar 1943 erschossen worden. War da noch jemand dabei, der auch ein Bekannter von Ihnen, der auch erschossen worden ist? Obolski byl zastřelen 25. Januara 43. Byl přítomen ještě jiný známý váš u toho zastřelení? Tého dňa? Tého dňa. Tak byl tam ten Borčík, myslím, že se volal Borčík, tak to byl kuchar, ale přesně bych nemůžem povědět. Dieser Borčík, ich meine, er hieß Borčík, er war Koch, genau weiß ich nicht, wie er hieß. Der ist zusammen mit Obolski erschossen worden. Byl společně s Obolským zastřelen. Kann man da nochmal ja. nachsehen in dem Bunkerbuch. Seite 82. Boretschik. Boretschik aus, wo war der her? Ein Pole, aber ich weiß nicht, wo er aus Sanok. Da ist der Obolski am 29.10. Am 30.10. Wissen Sie noch, wie der mit Vornamen hieß, der Borčík? Víte, jak se jmenoval Borčík křestním jménem? Nevím, přesně, myslím Tadeusz. Ich weiß nicht genau, ich glaube Tadeusz. Tadeusz. Bolas, der ist am selben Tag, nein, der ist am 2.11. eingeliefert worden, während der Obolski am 29.10. eingeliefert worden ist. Ja, Herr Zeuge, und nun wissen Sie genau, dass Boger diesen Obolski erschossen hat? Víte jistě, že toho Obolského zastřelil Boger? Ano, vím to přesně. Ja, das weiß ich genau. Und wieso können Sie sich genau gerade auf diesen Fall erinnern und gerade daran erinnern, dass Boger hier tätig war? Proč se můžete přesně vzpomínout na tento případ a proč se můžete přesně vzpomínout, že to byl Boger, který tenkrát střílel? Tak jsou některé případy, na které si přesně vím vzpomenout, ano, nakolko on nestřílel, i když byly nějaké popravy, on moc nestřílel, on mal nějakých, tak jak by jich mal vybraných, ano, těch zastřelil a potom stál, alebo se zebral, došel preč. Es gibt einige Fälle, an die ich mich genau erinnere, zumal Boger verhältnismäßig selten erschossen hat. Es schien so, als ob er besonders Ausgesuchte nur erschießen würde. Dann stand er beiseite oder ging weg. No a potom za to, že to byli moji dobrí známi, nakolko tento... Der zweite Grund ist, weil es meine guten Bekannten waren, die erschossen wurden. No, on byl můj dobrý kamarád, ten Genek Obolský, no tak to jsem si zapamatoval. Der Genek Obolský war ein guter Kamerad und deswegen erinnere ich mich. Potom jsem tam mal ještě jedno, však k tomu potom asi přijdeme. Dann habe ich noch einen Grund genannt, wir kommen vielleicht noch darauf. Haben Sie noch mehr Bekannte, von denen Sie genau wissen, dass Boger Sie erschossen hat? Jawohl. Víte, máte víc známých, který zastřelil Boger? Ja.
zum Beispiel. Napríklad. Tak boli to dvaja od nás z Holíča. Zwei von uns. Alexander Steiner. Alexander Steiner. A Ignác Fischer. Und Ignác Fischer. Potom tam bol jeden z bloku 28. Dann war einer dort vom Block 28. Volal sa Kazek Kowalczyk. Der nannte sich Kazek Kowalczyk. A miał číslo 353. Und hatte die Nummer 353. Tak na to si veľce dobre pamatujú. Auf diese Fälle kann ich mich genau erinnern, sehr gut erinnern. Tak budem rozprávať o tomto Kowalczykovi. No, ich könnte über Kowalczyk erzählen. Nun, was wollen Sie erzählen von Kowalczyk? Co chcete vysprávať? No, vícu dem gekommen, ako k tomu prišlo, že bol zebraný na blok 11. a zastrelený. Ja, wie es dazu kam, wie Kowalczyk auf Block 11 gebracht und erschossen wurde. Erzählen Sie mal. Tak bolo to niekedy v lete roku 1943. Bolo to práve, keď SS lekár prehliadal chorých, ktorí boli predtým označení, teda prehliadnutí našim lekárom, boli predstavení SS lekárovi. Es war im Sommer 43, als ein SS-Arzt die Kranken aussuchte, die vorher von den Häftlingsärzten untersuchten, dann ihm vorgestellt wurden. No, a vtedy už som bol ako Läufer a Schreiber tam na bloku 28. Zu dieser Zeit war ich Läufer und Schreiber auf Block 28. A tento Kowalczyk bol v Schreibstube na bloku 28. Und dieser Kowalczyk war Schreiber auf Block 28. No, my sme tam museli spýt pri stoli pri SS lekárovi. Und wir waren da am Tisch beim SS-Arzt. No, ten vyberal práve, tak niekému dal Schonung, niekedy ho poznačil do nemocnice, niekedy ako Sonderbehandlung. Und dieser kennzeichnete die Einzelnen, die ihm vorgestellt wurden. Einigen gab Schonung, einige bezeichnete als Krankenhausreif und einigen gab Sonderbehandlung. No, my sme to museli do tých karet zapisovať. Und wir mussten das in die Karteikarten eintragen. No, a vtedy sme boli práve prítomi, pri stoli sme stali s týmto Kowalczykom. Und als ich gerade mit Kowalczyk bei diesem Tisch stand, prišiel obžalovaný Boger, kam der angeklagte Boger, prosil toho SS lekára o prominutí, jenže teda bat den SS-Arzt um Entschuldigung. Na, pýtal sa, kde je häftling číslo 353. Und fragte, wo der Häftling Nummer 353 sei. No, ten sa hneď postavil do pozoru. Und Kowalczyk nahm sofort Haltung an und meldete sich. No, potom išiel Boger blížej k tomu SS-lekárovi, myslím, že to bol doktor Rode. Und dann ging Boger näher an diesen SS-Arzt ran. Ich glaube, es war Dr. Rode. Er flüsterte ihm etwas ins Ohr und dieser nickte mit dem Kopf sein Einverständnis. Dann nahm er diesen Kowalczyk mit. Auf die politische Abteilung, aber dann in den Bunker. No, a za pár dní na toho zastrelili. Und einige Tage später haben sie ihn erschossen. No, a dôvod bol toho, že ho zobrali. Und der Grund dafür war, nakoľko z nemocnice sa prepúšťalo zdravých len vo všední deň, v nedeľu ne. Dass aus dem Kranken aus der Krankenabteilung nur an Werktagen die Gesunden entlassen wurden, nicht am Sonntag. A stal sa tedy prípad, že prepustili v nedeľu jedného häftlinga, jedného Poláka, ktorý robil Pekeraj komando. Und einmal passierte es, dass sie aus dem Krankenhaus an einem Sonntag einen Polen entließen, der in der Bäckerei arbeitete. Ten išiel večer do komanda a utekol. Der ging abends ins Kommando und flüchtete. No, a tento Kowalczyk mu dal vlastne ten prepúšťací list. Und dieser Kowalczyk hatte ihn habt diesem Polen den Entlassungsschein gegeben. Na, vtedy buď ten deň, na druhý deň zavreli aj Hauptschreibera, Muchu. Denselben Tag oder einen Tag später riefen sie auch den Hauptschreiber. Mucha. Stanislav Mucha. A
Lager kranke Ältester. Krankenbau Ältester. Ja, es hieß Krankenbau Ältester, ich weiß nicht genau. Feikel. Dem Theotej zavreli. Aj týchto potom pustili a Kovalčíka. Der wurde auch eingesperrt. Die wurden aber später wieder entlassen, aber Kovalčík. Kovalčíka potom odstrelil, ktorého som tiež ja odnesol potom. Und Kovalčík wurde erschossen. Ich habe auch seine Leiche weggetragen. Na, nakoľko, že to bol môj dobrý kamarát, že sme spolu tam pracovali, tak som si toto všetko zapamätal. Und weil es mein guter Kamerad war und wir dort zusammen gearbeitet haben, habe ich mir diese Dinge gemerkt. Und jetzt schildern Sie uns bitte noch die Erschießung, wie die vor sich ging. Líčte nám prosím ostrelení, jak to bylo toho Kovalčíka. Diesen Kovalčík, darf ich hinzusetzen? Ja. Zastrelení toho Kovalčíka. Kde ho zastrelili? Alebo... Jak bylo zastrelení toho Kovalčíka? No tak tedy tež bolo tam, ja nevím, koľko ich tam bolo vtedy, ale tam nebolo vtedy moc. Ich weiß nicht, wie viel damals dort waren, es waren nicht allzu viele. 20, lebo koľko ich mohlo byť. Tedy tam nebolo moc to, áno. Vielleicht 20 oder etwas mehr. No a my sme stali tež tam, čakali sme. Ano. Wir standen dort und warteten. No a na ten box, ne, jak sa ozvolal. Kis. Bitte schön. To bol tak tam, myslím, Kalifaktor mu tedy hovorili. Und es war dort ein großer, ich weiß nicht, wie er hieß, Karl Faktor nannten sie ihn. Viem, asi nemôžem teraz spomenúť, áno. Ten ich vyvedel. Name weiß ich nicht mehr, der führte sie hinaus. Tak každý održal takto, z jednej strany, z druhej strany. Ja. Jeden hielt er am Oberarm auf der einen und einen auf der anderen Seite. Tak ho dovedel k tej stene, tam ho pridržal. Wand, dort hielt er sie fest. Áno, no a obžalovaný Boger mu priložil tú malorážku, zastrel jedného, zastrel druhého. No, und, nevím, koľko ich tedy tam zastrel, ale teda on takto, keď tam bol, tak on moc nestrieľal. Der angeklagte Boger nahm das Kleinkalibergewehr, legte es an den Kopf des Häftlings und erschoss ihn. Wie viel er damals erschossen hat, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass er nicht sehr häufig geschossen hat. Aber dass er den Obojski erschossen hat, das wissen Sie. Verzeihung, wo waren wir? Kowalski. Kowalčík. Das wissen Sie ganz bestimmt. Vite. Ja, das weiß ich genau. Und wann war das mit dem Kowalčík, wissen Sie das? Ja, bylo s tím Kowalčíkem. To bolo nejak na jeseň 43. Das muss irgendwann im Herbst 43 gewesen sein. Herbst 43. September, Oktober. September, November, Oktober. Das weiß ich nicht genau. Aus dem Bunkerbuch Band 1, Blatt 44, dass der von der politischen Abteilung eingelieferte Kasimir Kowalčík. Geboren am 20.03.15, Häftlingsnummer 353, am 24.09.43 eingeliefert und am 11.10.43 als verstorben bezeichnet wurde. Herr Zeuge, die übrigen, die Sie uns genannt haben, zum Beispiel Fischer und Steiner, die sind auch im Bunker gewesen. Diejenigen, die lesen haben, wie mir noch mal napríklad Fischer a Steiner, byli také v bunker v blok 11. Tak Fischer bol. Der Steiner zum Beispiel, wie hieß der mit Vornamen? Jak se jmenoval Steiner kresným jménem? Alexander. Alexander Steiner. Alexander. Der nebol v bunkri. Alexander Steiner war nicht im Bunker. Bol jeden Alexander Steiner bunkri, ale ten bol ešte ze začátku, jak sme tam prišli. Ten chcel utéct, ho chytli, ale pri ten sem nebol. Es war ein Alexander Steiner im Bunker, der war schon dort, als wir kamen. Er wollte flüchten und dabei haben sie ihn gefangen.
Aber ich weiß nicht, was mit diesem Alexander Steiner geschah. Wissen Sie, wo der her war, der Alexander Steiner? Bitte, odkud byl ten Alexander Steiner? Beide Alexander Steiners waren aus Holitsch. Aus Prolitz. Holitsch. Ja, Holitsch. Das wird hinten mit TZ geschrieben, nicht? In der deutschen Übersetzung mit C, mit einem Häkchen. Ja. Nun ja, also dieser Schreiber hat es hier so geschrieben. Und wissen Sie noch ungefähr, wie alt er war? Bitte, jak byl starý? Так он могел мне так мог быть родины неяк 20-21. Er konnte geboren sein im Jahre 2021. Так они были jednak starí, lebo oba chodili s mojim bratem do školy. Beide gingen mit meinem Bruder zur Schule. A neboli príbuzní. Also das und wissen Sie noch, welche Nummer er hatte? Víte, jaké měl číslo? No tak můj transport buď mal ale nějak 29 000 nula, lebo on byl přede mnou tam tak. Musste eine Nummer haben so um 28, myslím, že. 28.000, denn er war vor mir dort. No, my jsme byli všetci tak. Wissen Sie, ob er einen Beruf gehabt hat? Víte, jestli měl povolání? Ne. Nein. Also es ist hier Blatt 64 des Bungerbuchs. Am 29. Beziehungsweise am 28. Mai ein Alexander Steiner aus Prolitz mit der Häftlingsnummer 29069 eingeliefert worden. Der aber erstens geboren war im Jahr 1922, stimmt ja. Der wurde aber nicht erschossen, sondern er wurde am 29.05. ins Lager entlassen. Rozumiel se tomu, že rozumiel sem, ano, ale to je ten prvý, ano, das ktorý ist chcel utéct. Erste, der flüchten wollte. Ktorý bol v bunkri, ale o tem, co ja rozprávam, ten v bunkri nebol. Der war im Bunker, von dem ich sprechen möchte, der war nicht im Bunker. Sie sagten aber doch auch Alexander Steiner. Ja, es waren zwei Alexander Steiner. Und Sie sagen, ich habe Sie aber doch nach dem Alexander Steiner gefragt. Und da haben Sie mir doch seine Personalien gegeben, haben gesagt, er war 1922 in Prolitz geboren. Wisst ihr, Mutter, osobní data toho Alexandra Steinera, když vás zeptal pan předseda, a vy jste řekl, že byl rozen asi 20-21 v Holičích. Ano, byl, lebo oni byli skoro jednak starí, oni byli z jedné dědiny, ale neboli vůbec rodina. Sie kamen, waren beide etwa gleich alt, sie kamen aus demselben Dorf, aber sie waren nicht miteinander verwandt. Ja, und warum haben Sie mir nun die Personalien dieses Alexander Steiner genannt, der gar nicht erschossen worden ist? A proč jste vyprávěl osobní data toho Alexandra Steinera, který vůbec nebyl zastřelen? No tak ten byl též, lebo ten se ztratil, ten se nevrátil z 11. bloku. Der war, darf ich mir die Antwort wiederholen lassen, ich habe sie nicht verstanden. Že ten sa stratil, ten bol na 11. bloku, jak sa tu hovorí v mesiaci máji. Der war in diesem Monat Mai auf Block 11, hier wurde vom Bunker gesprochen. Co sa s tým stalo, nevím. Was mit dem geschah, weiß ich nicht. Ist das das Telefon? Haben Sie da auch ein Telefon? Das ist das Telefon. Ja, das war der Steiner. Nun wollen wir weitersehen. Wie war es? Bitte? Und wie war es mit dem Ignaz Fischer? Ja, da war es Ignaz Fischer. Ignaz Fischer robil na Außenkommando. Ich glaube, die Sache Steiner ist noch nicht ganz abgeschlossen. Der Zeuge wollte doch gerade schildern, dass einer der Steine erschossen worden ist. Er hat gesagt, es sind zwei Alexander Steiner gewesen. Der eine hat im Bunker gesessen, ist flüchtig gegangen. Was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Der andere ist nicht im Bunker gewesen und der ist erschossen worden. Eben, von wem? Vom Bunker erschossen worden, aber nicht im Bunker gewesen. Ja. Herr Direktor, Sie haben den Zeugen missverstanden. Der Zeuge hat von vornherein erklärt, es
gab zwei Steine, die beide aus dem gleichen Dorf sind. Beide fast gleichaltrig, aber nicht miteinander verwandt sind. Genau. Der eine Steiner kam in den Bunker, von dem weiß er nichts. Der andere Steiner kam nicht in den Bunker und wurde trotzdem von Boger erschossen. Genau das habe ich eben gesagt. Ja, nur mit der Tatsache, insoweit hat Herr Staatsanwalt Vogel recht, wir haben bis jetzt noch nicht erfahren, unter welchen Umständen der nicht im Bunker gewesene Steiner von Boger erschossen wurde. Ja, aber zunächst will ich die anderen erst noch mal aufklären, die er noch genannt hat. Nachher werden wir uns dazu wenden. Nun, Sie haben uns außerdem einen Fischer genannt, nicht? Die Frau weiß, der Fischer ist. Hallo, Ignaz Fischer. Ja, ein Ignaz Fischer. Fischer. Was ist mit dem geworden? Der ist erschossen worden. Ja, der wurde von Boger erschossen. Und wie alt war der? Jakstari Bill. Der war vielleicht noch ein Jahr jünger. Ich weiß, weil er mit meinem Bruder zur Schule ging. Wissen Sie, wo der hier war? Aus welchem Ort? Wie der Ort gleich Bills Jacke Obze. Wer? Steiner? Nein, der Fischer. Aus Holitsch. Der war aus Holitsch. Und wissen Sie, was er für eine Nummer hatte? Bitte, Jacke Miel Schießlo. No, też tak 29 niejaki, nula. Also też, auch no, etwa moim transportem tam 29.000. Ja. Und wann soll der erschossen worden sein? A gdy był zastrzelen? W lecie 1943. Im Sommer 1943. Es wird festgestellt aus dem Bunkerbuch Blatt 138, dass der Häftling Nummer 29067, Fischer Ignaz, geboren am 17.01.1925 in Holitsch, am 13.03.43 eingeliefert und am 3.04.43 dort verstorben ist. Ebenfalls eingeliefert von der politischen Abteilung, ja. Am 12. Moment, Herr Rechtsanwalt, am 13.03. eingeliefert und am 3.04.43 verstorben. Nun, Herr Zeuge, wollen Sie uns bitte schildern, wieso Sie wissen, dass Boger diese Erschießungen durchgeführt hat und wie sie durchgeführt wurden? Możecie nam liczyć, proč víte, že Boger provedl tyto zastřelení a jak byly provedeny? No proč ich zastřelili, to já nevím. Tak tento případ. Pardon, hat nicht Protsch, warum Sie wissen, dass Boger diese Erschießungen durchgeführt hat? Protsch, víte, že Boger provedl tyto zastřelení? Že to byl Boger, proč ho vím, ano? Ano. No tak já jsem ho tam velice dobře, Bogera poznal skoro každý, ano? Den Boger kannte nahezu ein jeder. Nakolko nosil taký plášť silný, ano? Er trug einen dicken Mantel. No a jezdil na bicykli tam. Und fuhr auf dem Fahrrad dort. Ano, no a keď on tak vypadal, taký strašne silný, no tak a bola o ňom povesť, ano? Und er sah sehr stark aus und es gingen Gerüchte über ihn. Že je teda postrach viezňu. Dass er der Schreck der Häftlinge sei. No tak sme ho velice dobre poznali. Daher kannten wir ihn alle. Tak som presne vedel povedať, že sa jednalo o jeho osobu. Darum kann ich jetzt genau sagen, dass Boger es gewesen ist, der geschossen hat.
War das auch bei einer großen Erschießung oder war das eine kleinere Erschießung? Bylo to taky o velkých exekucích nebo jenom o malých? No, to už si tež nepamatuju, koľko ich tedy mohlo byť. 20, 30, 40, tak to nevím presne pravdu. Die Antwort lautet, ich kann mich nicht genau erinnern, wie viele es waren, 20, 30, 40. Darf war außer Boger noch ein anderer dabei, der geschossen hat? Když byly exekuce, byl přítomen jenom Boger sám, nebo byli jiní taky přítomní? Byli tam a jiní, ano. Es waren auch andere dort. Obžalovaných tam byl Kaduk a hodně tam chodil Štíbic. Von den Angeklagten auch Kaduk und ab und zu Štíbic. No a potom tam ještě chodil aj ten, čo byl... Na Block 11. Und dann auch der auf Block 11 war. Also, der auf dem Block 11 war. Na Blocku 11, myslíte? Áno, tak tam ich, myslím, bylo jeden taký starý hrbatý tam bol, áno, tak bolo ich tam viacej. No, tak jedného sem z nich tady to poznal. Es waren mehrere auf Block 11 auch, ein alter Buckliger, aber einen von denen habe ich ja hier wiedererkannt. Aber dass Boger, Obojski, beziehungsweise Steiner und Kowalski, Kowalski, so hier steht Kowalski, Kowalschik, ja, erschossen hat, das wissen Sie. Ja. Víte, že zastřelil Obojského, Fischera, Steinera. Týchto štyroch, že zastřelil. Die vier weiß ich hundertprozentig, dass sie Boger erschossen hat. Und der Alexander Steiner ist auch auf Block 11 erschossen worden? A Alexander ja, Steiner byl taky zastřelen na bloku 11. Ja. Ale nesedel v bunkri, byl od někam dovezený. Aber der hat nicht im Bunker gesessen. Der hat aber nicht im Bunker gesessen. Hatten Sie vorhin auch noch die Namen Mucha und Frickel genannt? Mucha, Stanislav Mucha und Dr. Feikel. Und Dr. Feikel. Mucha. Was ist mit den beiden gewesen? Co pak se stalo s Muchou? No tak ty byli potom prepuštěni. Přišli na zpátek zase na blok. Die gingen zurück auf den Block. Die gingen zurück auf den Block. Und wieso, in welchem Zusammenhang wollten Sie uns von diesen beiden erzählen? V jaké souvislosti jste nám o tom vyprávěli? No takže byli zároveň s tímto Kovalčíkem zatvoreni. Die wurden gemeinsam mit Kowalczyk geholt. Ja. No tak v tej veci vlastně, in dieser Sache, že boli až na druhý den, alebo ten istý den po opäť, alebo na druhý den boli zavretí. Ale v tej istej zavretosti. Entweder am selben Tag oder am nächsten Tag, aber in derselben Angelegenheit wurden diese beiden abgeführt. Aber im Gegensatz zu Kowalczyk nicht erschossen. Ale nebyli, ne, ty neboli, ty boli potom prepustení. Die wurden dann wieder entlassen. Das ist richtig, ausweislich Blatt 44 des Bunkerbuchs, wo eine politische Gefangene Nummer 3470, Muscha Stanislas, am 21.09.43 verhaftet und am 11.10.43 entlassen wurde. Am selben Tag wurde Kowalczyk erschossen und Ladislaus Feikel, Nummer 5647, eingeliefert am 24.09.43, wurde am 11.10.43 ebenfalls entlassen, nicht erschossen. Am 24.09. Sagen Sie mal, Angeklagter Boger, wollen Sie denn jetzt immer noch bestreiten, dass Sie in dem Block 11 geschossen haben? Herr Vorsitzender, ich habe nichts zu dementieren. Zu dementieren? Sie sollen nicht dementieren, sondern Sie sollen Auskunft geben, ob Sie im Block 11 geschossen haben oder nicht. Nein, ich habe weder im Block 11 noch sonst irgendwo in Auschwitz einen Schuss abgegeben auf Menschen. Da erzählst du. Pardon? Ich habe ihn doch mit eigenen Augen gesehen. Das ist eine Zigeunerei.
Nun ja. Sagen Sie, was ist aus dem Stössel geworden, dem Alfred Stössel? Co by se stalo ze Stösselem? Stössel, keď bol zavretý, tam sedel asi 2 alebo 3 mesiace v bunkri, potom onemocnel na tyfus, bol prenesený na blok 20 a po vyzdravení bol znovu odvedený na blok 11 a na jaro 43 bol tiež zastrelený venovaným obžalovaným Bogerem. Stössel war 2 bis 3 Monate im Bunker, bekam dort Typhus, wurde auf Block 20 gebracht, nach seiner Wiedergenesung wieder auf Block 11 und im Frühjahr 44 wurde er vom Angeklagten im Frühjahr 43 wurde er vom Angeklagten Boger erschossen. Waren Sie da auch dabei? Bist du da geprittommen? Jawohl. A vtedy bolo asi 100 zastrelených. Damals wurden etwa 100 erschossen. No, vím, na ten voz sme kladli 100 mŕtvol a jeho sme dali celkom na vrch, tak to si presne pamatujem, že ich tam mohlo byť tak okolo 100. Wir luden auf den Wagen jeweils 100 Tote und ihn legten wir ganz oben auf. Daran kann ich mich genau erinnern. Es wird festgestellt auf Blatt 120 des Bunkerbuchs, dass der Gefangene Alfred Stössel mit der Nummer 435, eingeliefert am 11.02.43, auf Veranlassung der politischen Abteilung, am 3.03.43 verstorben ist. Kannten Sie auch den Angeklagten Kaduk? Znal jsem také obžalovaného Kaduka. Ano, to znal jsem velice dobře. Ja, den kannte ich auch sehr gut. Und Sie haben uns gesagt, Sie hätten ihn wiederholt auch auf Block 11 gesehen, wenn Erschießungen vorgenommen wurden. Viděl jste ho občas také na Blocku 11. bloku, keď strílal, viděl jsem ho, keď vešal na před kuchyňu. Ich habe ihn gesehen, wie er auf Block 11 geschossen hat. Ich habe gesehen, wie er vor der Küche Erhängungen. Viděl jsem ho aj, keď byl vězňu, kopal ich. Já jsem mě vyrazil 2 zuby. Ich habe gesehen, wie er Häftlinge geprügelt, getreten hat, auch mir hat er 2 Zähne ausgeschlagen. Waren Sie auch einmal dabei, wie Häftlinge erhängt worden sind, die einen Fluchtversuch gemacht hatten? Byli jste taky přítomen, když byli věšeni vězňové, kteří se pokusili utíkat? Bol a několikrát. Ich war sogar einige Male dabei. Können Sie sich an einen Fall besonders erinnern, bei dem ein Mann aus der Effektenkammer Das war Ende 44. Wurden 3 erhängt. Z toho jeden, ktorý mal svadbu v Auschwitzu. Davon einer, der in Auschwitz Hochzeit hatte. A bral si, myslím, nejakú, neviem, Španielku, tak to bol jediný prípad svadby. Er heiratet eine Spanierin oder so etwas. Es war der einzige Fall einer Hochzeit in Auschwitz. No a tak, a boli traja v tej efektnej kamere. Ja, sie waren zu zamestnaní a pracovali tam. In der efektnej kamere eingesetzt. Ten jeden z nich mal tú svadbu a oni potom chceli všetci utéct. Einer von denen hatte diese Hochzeit und alle 3 wollten zu den Partisanen flüchten. No a pomáhal im pritom jeden SS-man. Und dabei half ihnen ein SS-Angehöriger. Jenom, keď už mali všetko hotové, oni mali vyjet s nákladným vozom preč. Tam ich mali niekde čekať. Es war alles vorbereitet. Sie sollten auf einem LKW wegfahren. An einen vereinbarten Ort, an dem die Partisanen bereits warteten. No a ten SS-man ich potom pri výjíždaní z tábora zradil. Und dieser SS-man verriet das beim Verlassen des Lagers. No, tých das war noch ein zweiter SS-man, der das verraten hat. Oder war es derselbe, der den Wagen ten samý príslušník SS, ktorý im pomáhal a je zradil, nebo to byl jiný? Tak to nevím presne, ja som to len vtedy tak počul, keď ich zavreli do toho bunkra, no. Ich habe es damals nur gehört, ich weiß es nicht genau.
že toho mali ešte ten večer obiesiť a tých troch zavreli do bunkra a potom ich vešali. Der Kleine wurde noch am selben Abend aufgehängt, die anderen kamen in den Bunker und wurden später erhängt. Tak som to aspoň tedy o tem SS-manovi počul, ale to presne nemôžem povedať. So habe ich das von diesem, über diesen SS-Mann gehört, das habe ich aber nicht gesehen. Und was geschah mit den Gefangenen, die geflohen waren? A co pak se stalo s těmi vězními, kteří se pokusili utéct? No tak těch zavřeli do bunkra a nevím potom už za jakou dobu. Die waren einige Zeit im Bunker, ich weiß nicht mehr wie lange. Ale bylo to někdy okolo Vianoc 44. Es war etwa um Weihnachten 44. Keď ich pred kuchyňou vešali. Als sie vor der Küche aufgehängt wurden. A já jsem toho jedného sám ještě vzdělával dole, ještě s tímto svagarem. Und ich habe mit diesem Svagar zusammen einen abgenommen. Sie haben aber bei Ihrer Vernehmung in Pressburg gesagt, noch an demselben Tag in den späten Abendstunden brachten die SS-Männer im Sanitätswagen die drei erschossenen und zwei schwer verwundeten Partisanen. Nach der Belebung verhörten die SS-Angehörigen und Mitglieder der politischen Abteilung diese beiden verwundeten Partisanen und zwei Tage darauf hat der Angeklagte Karduk sie erschossen. Den SS-Mann hat man einige Tage darauf auch gehängt. Ja, wisst ihr, wie Bravo Bratislavie, že přivezl ten samý večer, er hat die Frage verstanden. No tak privezli večer, ano, v tém aute, s tím červeným krížem, dovezli tři mrtvoly a dvoch partizánů raněných. Ten jeden mal ťažko prestrelanú nohu, ano, toho jsem já sám nesel do na rentgen, tam sme s nimi rozprávali, ano, tak nemohli sme moc s nimi rozprávať. No, tí kráci ležali na bloku 28. A museli sa vždycky do jednej, tak boli tak izolovaní, ano, izbe číslo 7. No a keď prišli z poličišie abtajlung ich vyslýchať, tak sme ich vždycky museli donést dopredu. Ja, würden Sie mal unterbrechen, damit der Dolmetscher übersetzen kann. An demselben Tage kam ein Rotkreuzwagen, in dem waren drei Leichen und zwei verwundete Partisanen. Der eine der beiden Verwundeten hatte eine Beinverletzung. Ich habe ihn selbst zum Röntgen getragen. Ein wenig konnten wir mit ihnen sprechen. Die drei Leichen brachten wir in die Leichenkammer. Wir durften sie an dem Tag nicht berühren. Am folgenden Tage erst durften wir sie für das Krematorium fertig machen. Die beiden Verwundeten lagen auf Block 28, dort isoliert auf Stube 7. Und wenn die von der politischen Abteilung zum Verhör kamen, mussten wir sie nach vorne tragen. Nun ja, dann boli potom vyslíchaní, ale myslím, na druhý, na tretí deň zanesení na Block 11 a odstrelení. Und dort wurden sie verhört und ich glaube, zwei oder drei Tage später auf Block 11 gebracht und dort erschossen. Ja, sagten Sie nicht eben oder kurz vorher, Sie seien erhängt worden? Neřekl jste, že byli pověšeni? Ne, ty byli zastřeleni. Nein, diese wurden erschossen. Tyto partizáni? Diese Partisanen wurden erschossen. Die Partisanen wurden erschossen und die Gefangenen wurden gehängt. Werden erhängt, ja. Ach, so war das. Und wer hat die erschossen? Ja, kdo je zastřelil? Karduk. Karduk. Waren Sie da dabei? Byl jste přítomen? Ano, byl jsem přítomen. Ja, ich war dabei. Habe ich selbst gesehen? Ja, habe ich selbst gesehen. Und wie viele Partisanen waren das? Kolik Partisanů to bylo? Ty zastřelení? Ano. Dvaja. Zwei. Jeden z nich byl farár. Einer von ihnen war ein Pfarrer. Ten, co mal prestřelenou nohu. Das war der mit der Beinverletzung. Wir wollen nun mehr eine Pause einlegen bis zum Häftling namens Schwarz. Znáte židovského vězně jménem Schwarz? Znám. Ja, ich kenne ihn. Welche Funktion hat dieser Häftling ausgeübt? Co pak dělal tento vězeň? On byl nějaký kapo Wasserversorgung, myslím, že si to volal. Er war der Kapo der Wasserversorgung, glaube ich, hieß das. Hat er auch dem Kler bei den Phenolinjektionen assistiert? Asistoval taky Klerovi při fenolových injekcích. Ne, ne. Myslím, že ne. Ich glaube nicht. Nein. Uns haben einige Zeugen bisher gesagt, dass Sie, also der Zeuge Weiß, zusammen mit dem Schwarz, dem Kler, bei Phenolinjektionen assistiert hätten. Ist das nicht richtig? Nein, das ist nicht wahr.
Kennen Sie einen polnischen oder jüdischen Häftling namens Gebhardt? Znáte polského nebo židovského? Ne, ich habe diesen Namen nie gehört. Gebhardt haben Sie nie gehört. Der soll auch mit Ihnen zusammen dem Klär assistiert haben. Ne. Oder Gebhardt. Gebhardt oder Gebhardt? Gebhardt nebo Gebhardt. Ist Ihnen nicht bekannt, der Name? Nein. Dann würde mich noch interessieren, wer die Häftlinge, die getötet werden sollten, in das Zimmer, in dem sich Claire befand, hineingeführt hat. Kdo vodil vězně do místnosti, kde byl Claire? To buď to byl nějaký Pfleger z roku 20, alebo išli sami. Es war entweder ein Pfleger, irgendein Pfleger aus dem Block 20, oder sie gingen allein. Und wissen Sie, wo die Häftlinge gewartet haben? Víte, kde čekali vězňové? Ve vaš raumě na té jisté straně, jako byla ta izba, kde dostával. Im vašem auf derselben Seite, auf der Seite auch der Raum war, in dem sie die Injektionen bekamen. War der Häftlingsschreiber von dem Block 20 auch während des Tötungsvorganges anwesend? Byl písař z bloku 20 taky přítomen u usmrcení. Kde tam v té místnosti, kde se usmrťoval, alebo při těch? Wo in diesem Raum, in dem getötet wurde? Nein, im Korridor oder in dem Waschraum? Ve Waschraumu nebo v chodbě. Ano, to byl aj Schreiber, aj Blokovi, tam byli několikrát. Es war dort der Schreiber und auch andere aus dem Block. Der befand sich im Korridor, der Schreiber. V chodbě. Ano. Ja. Kennen Sie den polnischen Häftling Glowa? Znáte polského vězně Glowa? G-L-O-W-A. Glowa. Ne, není mi známý. Nein, er ist mir nicht bekannt. Ist dir nicht bekannt? Der war auch Schreiber auf dem Block 20. Byl písařem na bloku 20. Tak já jsem tak na bloku 20 málo jich poznal. Ich kannte wenig vom Block 20. Ja. Haben Sie und Ihr Mithäftling, die dem Claire assistiert haben, jeweils die Leichen selbst in den Waschraum getragen oder waren da noch andere Häftlinge beteiligt? Nosil jste, když jste s vaším kamarádem asistoval Claireovi při injekcích, taky mrtvoli do koupelny, nebo tam byli jiní vězňové, které nosili? No, keď jsem byl s tím mojím kamarádem, tak mi dva jsme nosili, ale se stalo, že jsem aj byl s druhým. Wenn ich mit meinem Kamerad dort war, dann trugen wir sie fort. Aber es geschah auch, dass ich ja mit anderen dort war. Ja, waren das Leichenträger, die draußen gewartet haben, oder trugen sie nur mit einem Häftling, der mit ihnen in dem Raum des Claire drin war? Stali nosiči mrtvol venku a nosili mrtví, nebo jste nosili jenom, který asistovali Claireovi? Ne, jenom ti dva, kteří tam měli, jak jich mohl povědět, službu, ano. Ti dva jsme nosili do toho vašraumu naproti a potom, až bylo po všeckém, tak přišli všetci Leichenträgeri a odnesli se na blok 28. Es waren die zwei, die gerade, wie man sagte, Dienst hatten in diesem Raum, die die Leichen heraustrugen. Dann, als es vorbei war, kamen die anderen und trugen die Leichen aus dem Waschraum weg. Also verstehe ich Sie richtig, dass zwei Leichenträger Dienst hatten und draußen gewartet haben und jeweils die Leichen in Empfang nahmen und in den Waschraum trugen? Ja. Nee. Nein. Dva jsme tam měli službu v té izbě, jak obžalovaný Claire dával ty injekcie. Wir hatten zu zweit Dienst in dem Raum, in dem der angeklagte Claire die Spritzen gab. Ten, který měl službu, musel ty mrtvoly, těch zavražených, odnést naproti do toho Waschraumu. Die Dienst hatten, mussten die Leichen der Ermordeten in den Waschraum gegenübertragen. Aha. Und die Leichenträger, die dann die Leichen auf Block 28 brachten, kamen die erst nach dem Tötungsvorgang? Ja, die nosiči mrtvol, kteří odnesli mrtvoly na Block 28, přišli po zavraždění? Ano, lebo až všetko skončilo a ten, který tam měl službu, vtedy přišel na Block 28 a potom se zebrali ty nosítka, takzvané trágy, a išli jsme všetci na blok 20 a otál jsme jich potom po dvoch potřebách nosili na blok 28. In der Regel war es so, dass einer von denen, die Dienst hatten an diesem Tage, nach der Beendigung des Tötens auf Block 28 ging, dort die Leichenträger mit den Tragen holte und dann trugen wir alle die Leichen aus dem Waschraum zu zweit und zu dritt auf der Tragbare fort.
kam es auch vor, dass die Leichenträger bereits während des Tötungsvorganges sich auf Block 20 befanden. Je možné, že byli nosiči mrtvol taky již na bloku 20, když bylo usmrcení. Ano, možné to je, lebo to vlastně celá práce Leichenträger spočívala v tom, že museli všetky mrtvoly z celého tábora, celého, rozumíte? Ano. Odnést, ano, a stalo se, že právě někde z izby odnášali mrtvoly, takže se tam mohli pohybovat. Das war durchaus möglich, die Aufgabe der Leichenträger bestand darin, die Toten aus dem ganzen Lager wegzutragen, und so war es durchaus möglich, dass sie, wenn sie andere Tote auf dem Block 20 holten, sie halt eben zufällig anwesend waren. Haben Sie einen polnischen Häftling namens Glowacki gekannt? Znaste polskiego więźnia imieniem Glowacki. Poznał. Ja. Ich kannte ihn. Welche Funktion hatte er? Jakie funkcje miał? To już nie pamiętam, ale ten myślę był na 21. bloku Schreiber albo Oszetrowatel. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, er sei auf Block 21 Schreiber oder Pfleger gewesen. Ist er auch als Leichenträger beschäftigt gewesen auf Block 20? Byl taky na bloku 20 nosič mrtvol. Ano, lebo všetci všetci flégeri, tak jako Leichenträgeri, museli vždy pomáhat. Ja, denn alle Pfleger mussten ja auch als Leichenträger aushelfen. Sie haben das letzte Mal gesagt, dass Sie noch einen STG mit dem Spitznamen Schäfzig gekannt hätten, und wir haben festgestellt, dass es sich da um den Angeklagten Handel gehandelt hat. Vy jste povídal posledně, že znáte taky ještě sanitního podůstojníka, kterého jste nazvali Ševčík, a my jsme zjistili, že to je obžalovaný Handel. Ano, poznal jsem ho velice dobře, lebo jsem s ním. Und Sie haben weiter gesagt, dass der Handel in Ihrem Beisein nie selbst die Häftlinge durch Phenolinjektion getötet hätte. A vy jste řekl, že za vaší přítomnosti Handel nikdy nezabíjel vězně fenolovými injekcemi. Ne, nezabíjel, lebo on to nemohl vidět, on keď tak stál. Keď tam měl u službu, ano, že Claire byl někde preč, že nemal tam službu, ano, že to robil někdy z těch heftlinků, co jsem vzpomínal, ten panšík alebo Štesl, tak musel tam být prítomný v té místnosti, ale se vždycky pozeral ven oknom. Er hat nie in meiner Gegenwart diese Spritzen verabreicht, im Gegenteil. Wenn er anwesend sein musste, weil er Dienst hatte und Claire nicht da war, wurden diese Spritzen von Häftlingen verabreicht. Er konnte nicht zusehen, er musste zwar zugegen sein, aber sah immer zum Fenster hinaus. Dann darf ich Ihnen vorhalten aus der Aussage des Zeugen Glowacki, den wir hier bereits in der Hauptverhandlung vernommen haben, dass er selbst gesehen haben will, dass Handel eigenhändig Phenolinjektionen gegeben habe, und zwar in Ihrer Gegenwart. Glowacki tady řekl za hlavní líčení, že sám vlastními oči viděl, že Handel dával fenolové injekce, a vy jste byl přítomen. Ne, lebo já jsem nikdy s Glowackým neměl službu tam. Ich hatte nie mit Glowacki zusammen Dienst. Ja, es könnte ja sein, dass er als Leichenträger draußen im Waschraum tätig war und das vielleicht durch die offene Tür gesehen hat, ohne mit Ihnen im Zimmer Je to možné, že Glowacki byl jako nosič mrtvol venku na chodbě nebo v koupelně naproti, a že viděl skrz dveře, že jste vy byl přítomen. No tak to by možné. Es ist möglich, dass er von außen das gesehen hat. Aber Sie bleiben dabei, dass in Ihrer Gegenwart der Handel nie eigenhändig getötet hat. Ale vy zůstanete u vaší odpovědi, že za vaší přítomnosti Handel nikdy vlastními rukami žádného nezabil žádného, neuderil, byl velice dobrý. Ich habe nie gesehen, dass er jemanden getötet oder gar geschlagen hat, er war sehr gut. Also der Glowacki hat uns gesagt, dass er mindestens in 10 Fällen den Handel gesehen habe, wie er eigenhändig getötet hätte. Glowacki řekl, že aspoň v 10 případech viděl, že Handel zabíjel vlastníma rukama. To já nemůžem tvrdit. Das kann ich nicht behaupten. Das kann ich nicht bestätigen. Wie oft hatten Sie denn in der Woche Dienst? Kolikrát za týden jste měl službu? No tak jak kedy, ano, tak my jsme s tímto svagarem chodili skoro každýkrát. Mit dem Svagar zusammen ging ich nahezu jedes Mal. Fast jedes Mal? Fast jedes Mal. Haben Sie außer Claire und
dem Schewtschik, also dem Handel, noch einen weiteren SDG gekannt. Znáste mimo kléra a takzvaného Ševčíka, tedy handla, ešte iného sanitního podústojníka. Áno, poznal som dvoch, ale velice málo. S tým asi nemiel tak dočinia ani nic, ano, tak tých, ja, ich kenne noch mehr, aber den Namen weiß ich nicht, ich erinnere mich auch nicht mehr daran, weil ich sehr wenig mit den anderen zu tun hatte. Ist Ihnen der Name Šerpe ein Begriff? Je vám meno Šerpe. Áno, to som počul, to meno. Das habe ich schon gehört, diesen Namen. Den haben Sie gehört, hier oder damals in Auschwitz? Slyšeli ste je zde, nebo v Auschwitz? Damals in Auschwitz. Haben Sie dem Šerpe auch assistiert? Assistoval si taky Šerpovi? Ne, nikdy. Nein? Niemals. Šerpe hat uns bei seiner Einlassung aber gesagt, dass er beim ersten Mal, als er in den Block 20 zusammen mit Claire gekommen sei, die beiden Häftlinge schwarz und weiß in dem Zimmer gesehen habe. Das heißt, schwarz und weiß seien ihm vorgestellt worden. Šerpe řekl, že mu byli představeni na bloku 20 vězňové schwarz a weiß. Ne, schwarz tam vůbec nebyl. Nein, ano. Schwarz war gar nicht dort gewesen. A na to si nepamatujem, že by nás někomu představoval. Ne? Und daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemanden vorgestellt wurden. Also Sie können sich nicht daran erinnern, dass Sie dem angeklagten Šerpe irgendwann mal vorgestellt worden sind. Vy si nemůžete vzpomenout, že jste byl představen obžalovanému Šerpe někdy. Ne, to si nemůžu vzpomenout. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ist es möglich, dass dieser Name Schwarz ein Spitzname gewesen ist? Je to možný, že to meno Schwarz je medvídské meno? Ne, to vůbec. Toto meno jsem já tam nikdy neslyšel. Diesen Namen habe ich dort nicht gehört. Ist Ihnen irgendetwas davon bekannt, dass außerdem Claire noch andere SDGs, etwa der Šefčík oder der angeklagte Šerpe, Kinder getötet haben? Je vám známo, že mimo Kléra ještě jiný sanitní podůstojníci, například takzvaný Ševčík nebo Šerpe, taky usmrťovali děti? Ne, to by není vůbec známé. Nein, das ist mir gar nicht bekannt. Nicht bekannt. Am 28. Februar 43 oder am 1. März 1943 sollen etwa 80 bis über 100 Kinder getötet worden sein, ist Ihnen da nichts von bekannt? 28. února 43 nebo 1. března 43 měli být zabití asi 80 až 100 dětí. O tom nic nevíte? Ano, něco bylo tam raz, že se hráli mezi blokem 20 a 21 na dvory, ale kam ty přišli, nebo co se s tím stalo, nevím. Přitom jsem já nebyl. Ich weiß, dass Kinder auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 spielten. Aber wohin diese Kinder kamen und was mit diesen Kindern geschah, weiß ich nicht. Da war ich nicht zugegen. Haben die Fußball gespielt, die Kinder? Co pak hráli? Hráli kopanou? Ne, to nevím. No tak se naháňali, myslím. Irgendwie liefen sie hintereinander her. Podrobnosti si já tak nepamatuji. Die Einzelheiten weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr so entsinnen. Und noch eine letzte Frage. Es sind durch Phenolinjektion nur jüdische Häftlinge getötet worden oder auch andere Häftlinge? Byli usmrtěni fenolovými injekcemi jenom židovské vězně nebo taky jiné? Ne, míšané. Byli tam i Poláci, ano. Das waren auch Polen, es wurden also alle Ale většině případů, ano, možná tak snad 99 případů to byli jen Židi. In 99% der Fälle waren es wohl Juden, aber auch Angehörige anderer Nationalitäten wurden dort durch Phenolinjektionen getötet. Ich habe noch eine Frage. Kennen Sie einen Häftling namens Gönczi? Znáte vězně jmenového Gönczi? Gönczi. 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 Ano. Ja? Ja. Welche Funktion hat er gehabt? Co pak dělal? To už nevím, jakou on dělal. Das weiß ich nicht, daran kann ich mich nicht entsinnen. Hat er auch Häftlinge in das Zimmer zum Töten hineingebracht? Taky vedl vězňové do té místnosti, do té jizby, aby byli usmrceni. To nemůžem povědět. Das kann ich nicht sagen. Das können Sie nicht sagen. Sie erinnern sich auch nicht, ob Sie ihm etwas über den Tod Ihres Vaters erzählt haben? Nevíte, jestli jsem mu vyprávěl něco o smrti vašeho otce? No to je možné, to je, oni to tam všetci vtedy věděli. Das ist durchaus möglich, denn es haben ja alle, die dort waren, davon gewusst. Nebo já jsem tedy právě přišel, plakal jsem a rozprával jsem jim, teda to jsem viděl. Ich kam damals und weinte und erzählte allen, die da waren, was ich gerade erlebt habe. Dankeschön. Herr Weiß, nur noch eine Zusatzfrage. Sie sprachen davon, dass Kinder zwischen Block 20 und 21 Fußball gespielt hätten. Sie wüssten aber nicht, was aus diesen Kindern geworden wäre. Meine Frage ist, haben Sie zufällig gehört, dass diese Kinder aus einem polnischen Ort Chamosz stammten?
Vy jste vyprávěl, že se viděl děti hrát mezi blokem 20 a 21 a že nevíte, co se s těma dětma stalo. Náhodou, slyšel jste náhodou, že byli z polské obce jmenované Šamoš? Šamoš. Ne, teda to jsem věděl, že jsou to polské děti, ale či odkud pocházeli to. Ich wusste, dass es polnische Kinder waren, aber woher sie kamen, das weiß ich nicht. Herr Straßmann. Herr Weiß, bei der Gegenüberstellung am Ende der letzten Sitzung haben Sie einen der Angeklagten erkannt und gesagt, der sei im Block 11 tätig gewesen. Und heute haben Sie erwähnt, dass dieser Mann auch bei Erschießungen beteiligt gewesen sei. Können Sie etwas sagen darüber, wie viele Häftlinge von diesem Angeklagten erschossen worden sind? War das sehr, hat er sehr oft geschossen oder war das mehr die Ausnahme? Poslední pátek jste poznal jednoho z obžalovaných, že prý taky byl na bloku 11 a dnes se řekl, že jste ho viděl taky střílet. Můžete nám říct něco víc, kolik vězňů zastřelil například, nebo co jste od něho viděl? Tak já jsem tam poznal dvoch. Ano, jeden ten mladý s okulárami, ano, ten chodil hodně a ten jich velice moc zastřelil. Ten druhý, který tam měl službu na bloku 11. A nevím, jak se volá. A on tak ten ich moc nezastřelil. Ich kannte zwei auf Block 11, der Junge mit der Brille, den ich hier kennengelernt, den ich hier wiedergesehen habe, kam sehr oft und schoss sehr häufig. Der andere, der auf Block 11 Dienst hat, ein älterer, den Namen habe ich vergessen, hat nicht viel geschossen. Hat der Angeklagte, der im Block 11 tätig war, es handelt sich um den Angeklagten Schlage, hat der mehr bei Einzelerschießungen mitgewirkt oder auch bei Massenexekutionen? Ten obžalovaný Schlage, který taky byl na bloku 11, byl více u jednotlivých exekucích nebo taky u velkých exekucích? Tak u jednotlivých exekucí jsem ho neviděl, jen u těch větších exekucí. Bei Einzelexekutionen habe ich diesen Angeklagten nicht gesehen, nur bei größeren Erschießungen. Haben Sie bei diesem Angeklagten erlebt, dass er einzelnen Häftlingen einen Fangschuss gegeben hat, wenn sie nach dem Knickschuss an der schwarzen Wand nicht sofort tot waren? Viděl jste u toho obžalovaného, že dával jednotlivým vězňům ještě jednu ránu, když nebyli mrtví u černé zdi po první ráně? No tak stali se také případy, ano, že ho nezastřelil hned, že potom ještě žil, tak jsme ho museli z té kopy vytáhnout, ano, ale či on sám to střílel, nebo to druhý, to už... Es passierten solche Vorfälle, dass diese Häftlinge noch nicht tot waren. Wir mussten sie dann aus dem Leichenhaufen herausziehen. Aber ob er allein oder ob er selbst diese Schüsse gegeben hat oder ein anderer, das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Wissen Sie, welche Funktion damals der Stiebitz im Lager hatte? Sie haben gesagt, dass er auch mitgeschossen hat an der schwarzen Wand. Jako funktioniert Stiebitz denn gerade? Rapportführer. Und war das schon Ende 1942? A bylo to už koncem 42. No to bylo, myslím, 42, 43. Das war so 42, 43. To přesně nevím. Das weiß ich nicht genau. Dankeschön. Ale byl tam celou dobu. Aber er war eine ganze Zeit dort. Und der junge Mann, der junge Angeklagte mit der Brille, den Sie bei der Gegenüberstellung erkannt hat, das sagten Sie eben, der habe häufiger geschossen. Können Sie da eine ungefähre Zahl noch damit in Ihrer Erinnerung verbinden, wie oft das der Fall war? Toho mladšího muže, kterého jste poznal a o kterém se řekl, že často střílel, můžete říct aspoň přibližné číslo, kolikrát jste ho viděl střílet? No tak to přesně nevím kolikrát, no ale on byl tak velice agilní, ano? Ich weiß nicht mehr genau wie oft, aber er war in dieser Beziehung sehr agil. Tak vím, byl jeden případ, ano, bylo to někdy... V lete 43 prišlo tam 200 väzňov z Opavy. Ano. Ich weiß konkret auch von einem Fall, es war im Sommer 43, es kamen 200 Häftlinge aus Troppau dorthin. Ja, ja. Tam velice pomáhal, tam byl strašně agilní, ano. Und dort war er sehr agil, hat sehr viel dabei geholfen. Potom asi v tej době bylo tam komando zeměměračů. No, prosím. Z těch komando zeměměračů. Nevím, už jak se to věří. Zu derselben Zeit war ein Kommando, der Zeuge gebraucht das Wort zeměměračů, ich verstehe dieses Wort nicht.
co pak dělali? Was haben die getan? Landvermesser, er meint Landvermesser, die also Karten gezeichnet haben und angefertigt haben. No a tých celý UTS tak 12 ich obiesili a tých ostatních potom v bunkri zastrelili. Und dieses Kommando wollte flüchten. 12 von ihnen wurden gehängt, die übrigen kamen in den Bunker und wurden erschossen. No a potom som ho videl pár raz aj pri druhých pravdivých. Und ich habe ihn auch noch wiederholt bei anderen Hinrichtungen gesehen. Ist Ihnen auch etwas davon bekannt, ob dieser Angeklagte an der Erschießung von Frauen beteiligt war? Je vám známo, zda ten obžalovaný byl taky zúčastněn popravu žen? Ano. Ja. Bylo tam několik razů. Er war einige Male dort, wenn Frauen hingerichtet wurden. Können Sie noch sagen, zu welcher Zeit das etwa gewesen sein kann? Můžete říct, v jaký době to asi bylo? Přibližně. No tak většinou to bylo v roku 43, začátek 44. Meistens war es im Jahre 43 und auch noch Anfang 44. Danke. Wie hat sich der Angeklagte Claire damals Ihnen persönlich gegenüber benommen? Jak se choval obžalovaný Claire vůči vám osobně? No tak ne nějak špatně, no ale zase nedobré. Ano, tak jako... Nicht besonders gut und nicht besonders schlecht, eben wie man sich einem Häftling gegenüber benimmt. Haben Sie beobachten können, ob der Angeklagte Claire Häftlinge, die ihm aus irgendeinem Grunde missfallen haben, hat Sport machen lassen? Viděl jste, že obžalovaný Claire občas vězňové, který mu nebyli sympatický, nechal dělat sport. Ano, to jsem viděl, aj byt jsem ho viděl, jsem tam dal některému facku, ano, kopil ho do zadku. Das habe ich gesehen auch, dass er einzelne ohrfeigte oder getreten hat. Ja, hat er sie auch Sport machen lassen? Nicht, habe ich taky dělat sport. Ano, tak pri ten jsem nebol, ale jsem počul, že vtedy, ano, tam někde na 20. bloku, hore někde na povali. Ich war nicht zugegen, aber ich habe einmal gesehen, wie er gehört, wie er auf Block 20 einmal oben mit ihnen so etwas getrieben hat. Mit den Pflegern. Wenn Sie es nicht selbst gesehen haben, haben Sie damals davon gehört, ob Häftlinge bei diesen Sportveranstaltungen verstorben sind? Slyšel jste o tom, že jednotliví vězňové zemřeli u těchto sportovních rozdílů? Das habe ich nicht gehört. Herr Weiß, Sie erwähnten vorhin den Angeklagten Kaduk bei Erschießung an der Schwarzen Wand. Haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie viel Mal der Angeklagte Kaduk selbst Häftlinge erschossen hat? Vy jste řekl, že obžalovaný Kaduk byl přítomen u popravách u Černé zdi. Víte ještě asi kolikrát Kaduk popravoval? No tak to nemůžu přesně povídat, ano, ale tak... Do 50 určitě bylo. Tak možná, že více je pravda, tak... Genau kann ich es nicht sagen, aber ich würde etwa die Zahl 50 nennen, möglicherweise auch mehr. War er häufig dabei oder nur vereinzelt? Byl často pritom, nebo jenom jednotlivých případech. Byl často pritom. Er war häufig dabei. Dankeschön. Herr Wismarra. Herr Weiß, Sie nannten vorhin eine Zahl zwischen 100 und 1000 Menschen, die der Angeklagte Claire persönlich durch Spritzen getötet haben soll. Für welchen Zeitraum gilt diese Angabe? Gilt diese Angabe nur für die Zeit von Ende August 42 bis Anfang 43, als Sie Pfleger waren auf Block 28? Oder gilt diese Zahlenangabe auch noch für einen längeren Zeitraum? Pane Weiß, wie der řekl, že obžalovaný Claire zavraždil aspoň mezi 100 a 1000 lidí osobně. Toto číslo platí to jenom pro tu dobu, kde vy jste byl ošetřovatel, tedy od konce augusta 42 až do začátku roku 43, nebo to platí ještě pro větší dobu? Ne, to platí pro větší dobu, to bylo někdy až do júna, nebo do júla. Das gilt für einen größeren Zeitraum, so etwa bis Juni, Juli. Do tej doby, dokud on tam byl stále, ano. Das gilt für diese Zeit, wo er ständig da war. Potom bol niekde odkomandovaný, neviem, do ktorého lágu, myslím, Gleiwitz sa to bolo. Dann war er abkommandiert in ein anderes Lager, ich glaube Gleiwitz. Ale docházal tam. Aber er kam öfter dorthin. A sem tam niekde bol taký prípad, ano, tak ešte aj vtedy to robil. Auch dann, als er nur gelegentlich kam, hat er dort noch, wenn einzelne Fälle da waren, das getan. Lebo už potom ke koncu roku 43.
Ano, už sa to nerobilo tak v takém veľkom rozsahu, jak skôr. Erst Ende des Jahres 43 wurden diese Dinge nicht mehr in diesem Umfang vorgenommen. Herr Zeuge, ich glaube, Sie haben meine Frage nicht ganz verstanden. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, haben Sie doch nur in der Zeit, als Sie Pfleger auf Block 28 waren, persönlich miterlebt die Abspritzungen, die Claire gemacht hat. Oder haben Sie es auch noch in der Zeit miterlebt, als Sie nur mehr Leichenträger waren? Pan vás rozuměl tak, že jste, když jste mluvil o tom číslu, jenom jste mluvil o té době, kdy jste byl ošetřovatel, tedy kdy jste byl přítomen, že Claire dával tyto injekce. Bylo to, anebo jste byl i po té době, začátkem roku 43, jste to taky ještě viděl, jako nosič mrtvol. Tak jako Fréger, ano, jsem tam trochu nechodil jako nosič mrtvol. A potom jsem tam ještě chodil, i když jsem byl Läufer. Als Pfleger kam ich gar nicht so oft dorthin wie als Leichenträger. Ich kam sogar noch dorthin, als ich Läufer war. Also die Zahl zwischen 100 und 1000 gilt. Claire hat also, mit, wie Sie mit eigenen Augen gesehen haben, zwischen 100 und 1000 Häftlingen während des Zeitraums August 42 bis Juli 43 etwa abgespritzt. Vy jste tedy viděl vlastníma očima, že Claire od té doby, koncem augusta 42 až do juna, jula 43, zavraždil 100 až 1000 vězňů, to jste viděl vlastníma očima. Ano, to jsem viděl, ale to nebylo 100, ale to bylo stovky až 1000. Das war nicht 100, sondern das waren hunderte bis 1000. Also hunderte bis 1000. Haben Sie gehört, Herr Zeuge, dass in diesem Zeitraum auch noch weitere Tötungen durch Claire auf dieselbe Weise stattfanden, bei denen Sie nicht zugegen waren? Slyšel jste, že v této době, o které mluvíme, ještě byly další injekce, které dával Claire, kde vy jste nebyl přítomen. Ano, lebo já jsem tam neměl každý den službu, chodili aj druhý, ano. No a das ja, jsem počul, lebo jsem jich potom sám odnášel jako Leichenträger z bloku 20 na blok 28. Ja, denn ich habe ja nicht jeden Tag dort Dienst gehabt, es gingen auch andere dorthin und ich habe ja auch als Leichenträger die Leichen vom Block 20 auf Block 28 getragen. Können Sie uns Angaben machen, welche Zahlen Sie gehört haben für diese Fälle, bei denen Sie nicht zugegen waren? Můžete nám říct, co jste slyšel za čísla, za ty případy, kde vy jste osobně nebyl přítomen? No tak slyšet jsem neslyšel, ale však jsem já i viděl sám, nebo jsem jich odnášel. No? No, tak to bylo též, no, tak jich bylo někdy 40, někdy 60, někdy jich bylo 100, někdy jich bylo jen 10. Davon eine Zahl habe ich darüber nicht gehört, aber ich habe ja selbst häufig als Leichenträger diese Leichen weggetragen. Manchmal waren es 40, manchmal 60, manchmal 100, manchmal auch nur 10. Dankeschön. Herr Doktor, keine Frage mehr. Bitte schön, Herr Rechtsanwalt Bürger. Herr Weiß, Sie sagten vorhin an der Exekution, bei der der Ignaz Fischer erschossen worden ist, da hätte auch der SS-Mann aus Block 11 teilgenommen. Ist das richtig? Ja, wie Sie sagten, und die Exekution, jak by popraven Ignaz Fischer, byl taky přítomen ten příslušník SS bloku 11. Je to pravda? Ano, ten, co tam byl skoro, tak jedná službu vždycky tam byl. Ja, der auf Block 11 hatte, war ja jeweils bei den Exekutionen dabei. Ja, ich meine jetzt also bei dieser Exekution, bei der der Ignaz Fischer erschossen worden. Und myslí, tu exekuci, kde byl Ignaz Fischer zastřelen, zda tam byl ten příslušník SS z bloku 11. To přesně nevím povědět. Das weiß ich nicht genau. Das wissen Sie nicht genau. Dankeschön. Alles mal fertig. Herr Zeuge, Sie sagten, Sie seien von Anfang 1943 bis Juli, August 1943 im Leichenträgerkommando gewesen. Welche Leichenträger waren zu jener Zeit noch eingeteilt, die Sie namentlich nennen können? Wisst ihr, Herr Zeuge, aus der Tschadko, Roku 43, až do jula, augusta roku 43 nosič mrtvol. Můžete nám říct jiný jména, které byly v této době nosiči mrtvol? Můžem, všetky, na všetky už si nepamatuju, ale můžem povědět. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Ja, können Sie noch die sagen, an die Sie sich erinnern können? Můžete nám říct si to jména, na které si pamatujete? Ano. Ja. Tak kapo byl Stanislav Rischler. Kapo vás Stanislav Rischler.
Dann war ein gewisser Jusek Bonk, und sie schrieben Back mit einem Häkchen. Ah, mit Häkchen. Unter dem Buchstaben, das Häkchen. Ja. Unter dem Buchstaben. Potom tam bol Stanislav Ratajčák. Dann war ein Stanislaus Ratajčák dort. Tam ešte bol nejaký Kostek, ale jak ten Mištal, myslím sa volal tak. Es war ein gewisser Kostek dort, wie er gerufen wurde, Mištal oder so ähnlich. Das weiß ich nicht genau. Tak, krstné meno mal Kostek. Er hatte den Taufnamen Kostek. Potom tam bol nejaký, tak ten už spomínaný Leon Svagar. Der schon oft erwähnte Leon Svagar. Nejaký francúzsky doktor Levin. Ein französischer Arzt namens Levin. Potom tam ešte jeden Francúz. Noch ein anderer Franzose. Jeden lekár, ale auch ein Arzt, aber den Namen weiß ich nicht mehr. To už neviem, to meno. Pomôžem ešte tam byť taký syn, tak ja si ich nepamatujem, tak nás bolo 12 a kapo bol 13, takže už tí všetky mena si tak nepamatujem. Wir waren zu 12, der Kapo war der 13, an alle Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Können Sie sich an einen Leichenträger namens Fabian erinnern? Spamatuje se na nosiče mrtvoly menového Fabian. Áno, Otto Fabian. Ja, Otto Fabian. Können Sie sich außerdem an den Leichenträger Glowacki erinnern? Pamatuje se na nosiče mrtvoly Danke, habe ich keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen mehr. Herr Ismail Kölner. Herr Zeuge, bei Ihrer Vernehmung in Pressburg haben Sie nicht nur Klea mit Phenolinjektionen belastet, sondern auch 5 Ärzte, die Sie aufgeführt haben. Dr. Mengele, Endres, Rode, Weber und Wirz. Haben Sie die Phenolinjektionen durch diese Ärzte auch mit Ihren Augen gesehen? V Bratislavě jste řekli, že nejenom viděl Kléra dávat fenolové injekce i taky 5 SS lékařů. A sice Mengele, Endres, Rode, Weber a Wirz. No, viděl jste taky vlastníma očima, že tyto lékaři dávali injekce? Ne, vlastníma očami jsem nevěděl, že dávali injekci, ale oni vybírali těchto lidi, ano, a určovali, že mají dostat injekci. Ich habe nicht mit eigenen Augen gesehen, dass diese Ärzte diese Injektionen gegeben haben. Ich habe aber gesehen, dass diese Ärzte diese Menschen aussuchten und bestimmten, wer von den Menschen die Injektion bekommen soll. Haben Sie das also damals vom Hörensagen berichtet, wenn Sie erklärt haben, diese Ärzte hätten außer Claire Vy jste tenkrát jenom v Bratislavě povídal, co jste slyšel, že, ty, že tyto lékaři taky mimo Kléra dávali injekce. Že jsem, ne, tak jak hovorím, ano, už jsem předtím povídal, že ta, co to písala, ano, byla tak s nervama hotová, keď jsem já toto všechno hovoril, ano, že tam potom písala celkom něco jiného, jak já jsem by povídal. Pardon, opakujte. Že ta písarka, která to písala, ano, že tam narobila velice moc chyb. Dieses Protokoll aufgenommen hat, habe ich vorhin schon erklärt, hat verschiedene Fehler in dieses Protokoll gemacht. Takže já jsem tam povedal, ano, že jsem věděl, že oni jich vybírali na tento, jak se mám vyslovit, no. Na injekcie, že ich vybírali, ano, ale teda, že jsem očitým svědkem nebyl tam. Ich habe gesagt, dass ich weiß, dass diese 5 Ärzte die Häftlinge für die Injektionen aussonderten, aber ich habe nicht gesagt, dass ich Augenzeuge dieser Spritzen gewesen sei. In dem ist Ihnen dieses Protokoll zugeleitet worden oder wieso können Sie dieses Urteil fällen? Viděl jste ten protokol, nebo co se tam dával v Bratislavě, nebo jak to můžete dneska říct? No tak já jsem ho tam prečítal, pravda, ne, ale nakolko já jsem byl strašně už nervózní a viděl jsem, že všetci jsou už tam nervózní, tak jsem to nechal tak, jak to napísal. Ich habe dort angefangen, das Protokoll durchzulesen, aber als ich selbst sehr nervös wurde und gesehen habe, wie die anderen auch nervös sind, habe ich das Protokoll einfach unterschrieben. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, ob Sie sich genau an den Todestag Ihres Vaters erinnern können,
haben Sie gesagt, jawohl, nur ganz bestimmte Tage wären es im Leben, an die man sich mit Bestimmtheit erinnern könnte. Und es wäre eben der 28.09.42. Wie kommt es aber, dass Sie am Freitag in der vorigen Woche erklärt haben, mit eben solcher Bestimmtheit, es wäre der 29.09.42. Vy jste řekl na otázku pana předsedy, že jste určitě pamatujete na ten datum 28. septembra 42, kdy byl zavražděn váš otec, že se to jsou určitě data narození, svatby a smrti, na které se nezapomene. Jak to, že jste ale předešlý pátek taky tak určitě řekl, že byl váš otec zavražděn 29. septembra. Ne, já jsem povedal, možno teda, že jsem povedal 29., ale jsem byl taký nervózní při tom všem, takže že mi to snad preskočilo z 28. na 29. Ale je to přesně, že to bylo 28. Ich will nicht bestreiten, dass ich eventuell den 29. genannt habe. Ich war sehr erregt und sehr nervös, aber ich weiß genau, es war der 28. Herr Zeuge, wer hat Ihnen den Befehl gegeben oder die Befehle, zu dem Block 28 und zu dem Block 11 zu gehen, um dort Leichen abzuholen? War das Claire oder waren das andere? Kdo vám dal přesně osobně rozkaz jít na blok 28 nebo 11 pro mrtvoli? Byl to Claire nebo to byli jiní? Ne. Nicht immer, Herr. Nicht immer. Nein. In einem Fall hat er gesagt, kam der Claire und hat uns gerufen, und zwar als die zwei Frauen erschossen wurden. Oder jiní dabei rozkaz? Nein, mit Spritzen getötet worden sind, ja. Tak jak kedy, tak buď nás tam poslal ten kapo Richler, ano, alebo prišiel sám Claire a povedal, tak poď, ideme, ano, alebo prišiel nejaký ten Schreiber, ano, tak vždycky niekto prišiel, ale... Es war verschieden, manchmal war es kapo Richler, der uns diesen Auftrag gab, manchmal kam Claire selbst und sagte, gehen wir, manchmal kam ein Schreiber oder ein anderer. No, myslím, že aj ten Ševčík byl pár razů pro nás, že aby jsme tam nešli. Ich glaube auch, dass dieser Ševčík uns gerufen hat. Že hovoril, že aby jsme tam nešli, že nás Claire čeká. Dass er sagte, geht dorthin, Claire wartet auf euch. Herr Direktor Perseke hat Ihnen vorhin die Frage vorgelegt, ob die Bezeichnung für den Häftling Schwarz, die andere hier vorgebracht haben, nicht vielleicht ein Spitzname sei. Ich erweitere diese Frage dahin, hat es sich bei dem Assistenten von Claire nicht um den fast gleichlautenden Swagar gehandelt, den Sie als Dentist von Paris bezeichnet haben? Byste zeptal, jestli váš kamarád, kterým si pracoval, byl ten Schwarz, jestli to bylo medvídské jméno, byste to odmítl. Není to možný, že tím je míněn ten Swagar, ten pařížský dentista, o kterém jste mluvil? Ne, vůbec ne. Toto jméno jsem tam nikdy nepočul. Den Namen Schwarz habe ich nie gehört. Ja, Herr Heusmann, ich verstehe die Frage nicht richtig. Uns hat der Zeuge von dem Leon Swagar erzählt. Er hat den Namen Schwarz nicht gehört. Ob die anderen Häftlinge aus Swagar Schwarz gemacht haben, das kann er ja nicht wissen. Ja. Noch eine, keine Frage mehr, Herr Direktor. Der Angeklagte Claire legt jetzt in diesem Moment Wert darauf, dass Schärpe gefragt wird, wann er ihn im Lager abgelöst hat. Diese Frage ist schon wiederholt an Schärpe gerichtet worden, aber ich will Ihnen den Gefallen tun. Schärpe, wann haben Sie den Claire abgelöst? In der zweiten Julihälfte 1942. Im Juli schon? 1942? Ja. Der Claire selbst hat uns, wenn ich nicht irre, gesagt, er sei bis zum Herbst dort gewesen. Und jetzt sagen Sie im Juli. Hm. Vorher war es nicht. Nein. Hm. Dann nehmen Sie bitte Platz. Ja. Herr Rechtsanwalt, wollten Sie noch was sagen? Nachher. Nachher. Herr Zeuge, Sie sagten zunächst, seien bekannt, dass etwa 70 bis 75 Kinder abgespritzt worden seien, und zwar seien es Kinder,
gewesen, die irgendwo aus Polen hergebracht worden seien, seien sehr gut genährt und sauber gewesen. Und zwar sei das gewesen im Frühjahr 1943. Und dann sagten Sie den anderen Vorgang, von dem Sie keine genaue Kenntnis hatten, dass Kinder auf dem Hof gespielt hätten. Und zwar sollen das die Kinder aus der Mosch gewesen sein. Das hat er nicht gesagt, der Zeuge. Der Zeuge hat nur gesagt, ich kann mich entsinnen, dass Kinder auf dem Hofe gespielt haben. Ich selbst war bei dieser Tötung nicht zugegen. Zumindest wusste er, hat er gesagt, ich wusste, dass es polnische Kinder waren. Hm. Jetzt frage ich, welcher der beiden Vorgänge war der frühere? Vy jste nám povídal, že jste byl přítomen, jak bylo usmrceno 70 až 75 dětí, které přišly někde z Polska. A sice to bylo v roku 43 na jaře. A potom jste vypravoval, že hrály děti taky někde z Polska na, mezi blokem 20 a 21 na dvore. A o ním nic nevíte. Který případ byl dřív? Tak ty děti byly dříve, co přišli, ty pěkní chlapci, co tam byli. Die gut genährten, schöneren Kinder, das war früher. Die, von denen er nicht weiß, was er... Doch, von denen er weiß, was er... Auch der ich wiete... Die prišli skorej. Ja, die, von deren Tod ich weiß, waren früher. Ah, danke. Herr Dr. Lathanser. Ja. Moment. Zeuge. Wenn der Herr Kollege... Nach, bleiben Sie, Herr Weber. Ja. Herr Zeuge, Sie sagten ja schon, dass Sie den Zeugen Fabian kennen. Ja. Hm. Kennen Sie auch den Zeugen Wetzler, der vergangenen Freitag vernommen worden ist? Znáte taky svědka Wetzlera, který byl předešlý pátek? Znám ho velice dobře, jsem ho znal před tím a teraz zase s ním stýkám. Ich kenne ihn sehr gut, ich habe ihn schon vorher gekannt und komme auch heute noch mit ihm zusammen. Ja, ja. Das sei dauernd mit ihm zusammen. Ja. Kennen Sie den Zeugen Vasut? Znáte svědka Vasut? Ne, to jméno se nepočuje. Nein. Sind Sie mit Herrn Fabian und mit Herrn Wetzler hier angereist nach Frankfurt von Tschechoslowakei aus? Společně s panem Fabianem a s panem Wetzlerem z Československa sem do Frankfurtu. Ano, přišel jsem. Ja. Wie kommt es, dass Sie zusammengefahren sind? Wer hat das arrangiert? Woher wussten Sie, dass voneinander, dass jeder nach hier fährt, um als Zeuge gehört? Ich spreche dieser Frage aus allen möglichen Rechtsgründen. Warum soll das nicht gefragt werden? Die Frage zielt dahin ab, ob sich die Zeugen vielleicht auf der Fahrt vorher abgesprochen haben könnten. Ja, das mag ja durchaus gefragt werden, ob sie sich abgesprochen haben. Aber hier wurde gefragt, ob sie zusammen gefahren sind. Und dieser Frage widerspreche ich, weil sie nichts mit dem Prozess zu tun hat. Die Frage ist bereits beantwortet. Herr Rechtsanwalt Dr. Lathanser hat zuletzt gefragt, wieso es gekommen sei, dass sie zusammen gefahren wären und wieso der Zeuge davon benachrichtigt worden sei. Ja. Na, die Frage ist nicht beantwortet. Der Zeuge hat das diese noch nicht Frage gesagt. Ist nicht beantwortet. Aber dass sie zusammen gefahren seien, diese Frage ist beantwortet. So, also wenn Sie der Ansicht sind, dann ziehe ich den Widerspruch zurück. Jak to, že jste jeli společně s panem Fabianem a s panem Zveslerem z Československa sem? Kdo to tak aranžoval, že jste o sobě věděli? No, tak to nebylo. My jsme dostali předvolání na určitý den, aby jsme se sem dostavili, pravda? No a s Zveslerem jsme jeli z Bratislavy do Prahy a s Fabianem jsme se stretli po 20 rokoch. Od té doby od osvobodnění jsme se neviděli. A s tím jsem se stretl v Praze v aerolíniách. Wir bekamen die Vorladung zu einem bestimmten Tag. Mit Wetzler gemeinsam fuhr ich von Pressburg nach Prag und Fabian trafen wir in Prag auf dem Flughafen. Ja, nun, wodurch wussten Sie, dass der Herr Wetzler die Benachrichtigung bekommt und wodurch wussten Sie, dass der Herr Fabian die Benachrichtigung bekommen hat? Odkud jste věděl, že byl předvolán Wetzler v ten samý den jako vy? Tak od Wetzlera jsem se dopočul, lebo jsme spolu v Bratislavě, ano, a tak často tam chodím, tak jsem tam přišel a hovoril mi, že jde do Frankfurtu. Wir treffen uns häufig in Pressburg und ich kam einmal hin, dann sagte er mir, dass er nach Frankfurt führe. No, já jsem na to odpovědal, já jdu též. Und ich habe geantwortet, ich fahre auch.
Das Fabian mit Pferd wusste ich gar nicht. Den habe ich erst in Prag getroffen. Ja. Wusste es denn Wetzler, dass Fabian mit Pferd? Wetzler, Fabian, danke, Herr Zeuge, ich will, damit Sie mich verstehen, weshalb ich das frage. Ich möchte nur wissen, wie es kommt, dass Sie drei zusammen nach Prag, von Frankfurt nach hier gefahren sind. Das hat der Zeuge ja beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, mit Fabian komme ich öfter zusammen. Mit Wetzler. Oder mit Wetzler komme ich oft zusammen. Der hat mir erzählt, dass er nach Frankfurt fährt. Und da habe ich ihm gesagt, ich fahre auch nach Frankfurt. Und dann wurden sie... Mir ist das völlig unverständlich, was hier lang gefragt wird. Es wurde gefragt, entschuldige, Kollege Rabe, es wurde gefragt, von Frankfurt nach hier gefahren. Ich verstehe das. Nun ja, das war ein sogenannter oder Lapsus Linguae. Aha. So, und nun widerspreche ich dieser Frage aus folgendem Grunde, weil sie ganz offenkundig ist. Wenn nämlich die Zeugen zu dritt geladen werden, zu einem bestimmten Tag oder zu fünf an einem bestimmten Tage hier zu erscheinen und es leider nur eine einzige Verbindung gibt, ich sage das auch in Bezug auf meine eigene Person, dieses leider, von nach Frankfurt zu kommen, von Prag aus, dann ist es die natürlichste Sache von der Welt, dass sie zusammenfahren. Ja, das ist nicht, warum hier das, mit einem so kriminalistischen Aufwand das, diese Fragen aber gestellt werden, um sie richtig zu tun. Dr. Kaul. Und aus diesem Grunde widerspreche ich den Dingen, denn diese Verhandlung ist nicht dazu da, um sich in Szene zu setzen. Deswegen widerspreche ich. Moment, es ist Herr Kaul, eine Unverschämtheit jetzt, von Ihnen, so etwas zu behaupten. Meine Herren, weiter keine Aufregung. Also die Frage ist gestellt und ich lasse die Frage zu. Wollen Sie einen Gerichtsbeschluss? Wollen Sie? Bitte die nächste Frage. Ich möchte nur noch Folgendes sagen, Herr Vorsitzender. Ich muss doch mit Nachdruck dieser Entgleisung widersprechen, dass der Herr Kaul hier zu behaupten wagt, ich stelle diese Fragen, um mich in Szene zu setzen. Ja, die Frage ist nicht zulässig. Nein, aber sie ist ungehörig. Wollten Sie sonst noch eine Frage stellen? Ja, ich würde dann bitten, zunächst zu entscheiden. Da werden wir darüber nachher entscheiden. Haben Sie noch Fragen? Ja, ich habe dann im Anschluss daran noch Fragen, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Eisenwald. Wer war noch bei Ihnen zusammen im Abteil, als Sie von Prag oder von der Tschechoslowakei nach Frankfurt fuhren? Například, jak jste jel v Československu nebo z Prahy sem. No, tak my jsme letěli letadlem, pravda, tak já nevím, kdo tam všechno byl. Wir flogen mit dem Flugzeug, ich weiß nicht, wer da alles drin war. Ja, waren noch andere Zeugen da, die jetzt zur Zeit hier in Frankfurt sind? Byli ještě přitom jiní svědci, kteří jsou nyní ve Frankfurtu? No, tak číslo tu ještě nevím, tak vtedy jel ten pan Poledník. Herr Poledník fuhr da. Fabian, Wetzler, ja, Wetzler a ještě jeden, ale já už nevím, jak se volá. Byl první den tady to vyslýchaný. Und noch einer, ich weiß nicht, wie er heißt, er wurde hier am ersten Tag verhört. Ja. Nun, haben Sie mit Herrn Fabian und mit Herrn Wetzler nach Abschluss der Vernehmungen dieser Zeugen gesprochen? Über die Vernehmung gesprochen? Ich verstehe, darf ich eine Frage anstellen? Ja, nein. Hier, die Vernehmung hier, meinen Sie? Ich wiederhole die Frage. Haben Sie, Herr Zeuge, nach Abschluss der Vernehmungen Wetzler und Fabian hier vor diesem Gericht mit diesen beiden über die Vernehmung gesprochen? Mluvil jste s Wetzlerem a s Fabianem, až tady Fabian a Wetzler povídali před soudem, co se stalo. Mluvil jste s nima o té výpovědi? No, s nima jsem mluvil, ale o výpovědi ne, lebo já jsem nebyl zvědavý. Já jsem měl svojich pravda a vím všecko, tak proč bych já se pýtal, co? Ich habe mit Ihnen gesprochen, nicht im Einzelnen über die Vernehmung, darauf war ich gar nicht neugierig. Ich habe selbst genug zu sagen. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Herr Rechtsanwalt Bürger, Sie wollten noch eine Frage. Herr Zeuge, wer hat Sie denn geholt, wenn Sie zu Erschießungen auf Block 11 kommen mussten? Kdo pro vás šel, pane Weiss, když jste museli jít na zastřelení na Block 11? Tak to jsem tady několiko raz povedal. Das habe ich hier schon einige Male gesagt. Že přišel buď Blokovi, lebo Schreiber, lebo nějaký SS-man přišel. Entweder ein SS-man, ein Schreiber, der vom Block oder andere. Dankeschön. Eine ergänzende Frage, Herr Zeuge.
Herr Vorsitzender. Wann sind Sie hier in Frankfurt angekommen? Kdy jste přijel sem do Frankfurtu? Myslím, 4. Ich glaube, am 4. 4. to bylo. Am 4. 4. ale o pol 5. odpoledne. 4. oder 5. Ne, 4. 4. Er war auf den 6. geladen, Herr Rössmann. Ja. Wollen Sie, dass wir über diese Frage noch entscheiden? Wieso kommt es, dass Sie zusammen von Prag nach Frankfurt gefahren sind? Ja, ich bitte. Wollen Sie darum? Bitte schön. Wegen dieses so dreisten Widerspruchs bitte ich zu entscheiden. Ist auch nicht, darf auch nicht sein, ja. Ja, das schön. Also, bitteschön. Noch eine ergänzende Frage, Herr Zeuge. In wie vielen Fällen haben Sie etwa gesehen, dass der Mann, den Sie mit Schewtschik bezeichneten und von dem wir wissen, dass es der Angeklagte Hantl ist, bei Tötungen von Häftlingen zugegen war, die von anderen Häftlingen durchgeführt wurden? Asi v kolik případech jste viděl, že obžalovaný, který ho nazýváte Ševčík a kterém víme, že to je obžalovaný Hantl, byl přítomen, když jiné vězňové usmrcovali? Das kann ich genau nicht sagen. Nach diesen vielen Jahren kann ich da keine genaue Zahlen. Ist das sehr häufig vorgekommen, dass der Hantl das macht? Bylo to velmi často, že byl Hantl. Nein, es war nicht häufig. Es war nicht häufig. Ich bitte jetzt mal, wollten Sie noch eine Frage stellen, bitte schön. Herr Zeuge, kennen Sie einen ehemaligen Häftling namens Tirole? Znáte vězně jménem Tiroler? Ano, Andy Tiroler, který tetoval přišlé transporty. Der tätowierte die Leute, die mit den Transporten kamen. Schreibt er sich wie der Tiroler? Mit Y. Tiroler. Tiroler, Andy Vornamen. Wissen Sie, wo der jetzt wohnt? Víte, kde nyní bydlí? Nevím, ale myslím, že v Kanadě. Ich weiß es nicht, aber ich glaube in Kanada. War das ein slowakischer Jude? Byl to Žid ze Slovenska? Ja. Hat er diese Tätowierung im D-Lager in Birkenau vorgenommen? Tätowal v Birkenau, v Březince? To nevím, či Birkenau, ale v Auschwitz tätowal. Ich weiß, dass er in Auschwitz tätowierte. Já jsem Birkenau nebyl. Ich war nicht in Birkenau. Danke. Ich bitte den Angeklagten Schlager einmal aufzustehen, ebenso den Angeklagten Dilewski, Angeklagten Broad, Claire, und Hantl, Hantl, Scherbe, Boger, bitte? Und Kader, ja. Herr Zeuge, würden Sie mal entlang gehen dieser Reihe und würden uns sagen, A, ob Sie die Leute kennen und B, wer sie sind? Můžete nám říct, jestli, kdo to je, jak se jmenuje, jestli je znáte? Beim Schießen gesehen, aber er habe nicht allzu oft mitgeschossen. Je to ten, ano, to je říkal, ja, das ist der. Bitte schön, weiter. An den kann ich mich nicht erinnern. Toto je Claire. Das ist Claire. Toto je Ševčík. Das ist Ševčík. Vedla, co stojí, to je Kaduk. Neben ihm steht Kaduk. Das ist Boger. Den habe ich häufig dort gesehen. Welchen? Den vorderen. Wo die Nummer 7 steht? Gerät schießt nach 7. Ja. Den haben Sie wo häufig gesehen? Na Bloku 11, keď sa strieľalo. Auf Block 11, wenn geschossen wurde. Und da werden wir nachher noch drüber sprechen. Und der letzte? Na, toho si nepamatujem. Wie? Den kennen Sie nicht? Nepamatujem si na ňu. Ich kann einmal die Brille absetzen. Das sind wir erst einmal die Frage so beantworten, wie der Herr Vorsitzende sie bestellt hat. Ne, nepamatujem si. Ich erinnere mich nicht. Hatten Sie uns nicht vorhin von diesem Mann erzählt, dass Sie ihn auch auf Block 11 gesehen hätten? Nein. Broad. Ano, ne. Ja, deshalb möchte ich das jetzt klargestellt wissen. Denn vorhin
war es so, dass er auf den Zilewski geteilt hat. Vy ste řekl, že ten byl na bloku 11. Áno, no ja som sa omýlil, ja som tento tady to nevidel. Áno, tak sa mi pozdávalo, že som ho videl, že je podobný na tohoto prvého, co má sedmičku pred sebou. Takže som si nebyl istý. No, ale teraz ich bin mir nicht sicher, die beiden sind sich sehr ähnlich. Ich hielt den für den, der die 7 vor sich hat. Der die 7 vor sich hat. Auf den hat er auch am Freitag gedeutet. Das war nicht so. Am Freitag hat der Zeuge auf Boat gesagt. Ja, das meinte ich ja, der die 7 vor sich hat. Sie bitte, ich konnte die Nummer jetzt. Heute auf den Dilewski, das ist richtig, das ist ganz zweifellos. So, dann nehmen Sie wieder Platz und Sie nehmen noch mal hier Platz. Sie haben eben gesagt, also diesen Angeklagten, der die Nummer 7 da vor sich hat, das ist der Angeklagte Boat, Sie kennen seinen Namen nicht, den hätten Sie öfter auf Block 11 beim Schießen gesehen. Vy jste řekl, že jste viděl toho obžalovaného, který má číslo 7 před sebou, jeho jméno je Broad, jméno neznáte, že jste ho viděl často střílet. Ano, viděl jsem ho tam. Ja, den habe ich dort gesehen. Seinen Namen kannten Sie nicht. Jeho jméno nevíte. Ne, neviděl jsem. Tam nebyl tak velice známý, tak... Haben Sie auch gesehen, dass er persönlich geschossen hat? Viděl jste, že osobně vlastně má očima, že střílel. Ja, ich habe es gesehen. Hat er auch auf Frauen geschossen? Taky střílel na ženy? To si nevím už pamatuju, ale myslím, že... Das weiß ich nicht. Nevím, to nemůžu představit. Das kann ich nicht 100% sagen. Und Sie sagten eben, die beiden sehen sich sehr ähnlich. Nämlich dieser Angeklagte auf Nummer 7 und der andere, auf den Sie heute früh gedeutet haben. Sind Sie sicher, dass Sie die beiden nicht verwechseln? Jste jistý, že se nezměníte, protože jste řekl, že jsou si velmi přibližní oba a dneska ráno jste ukazoval na toho, který sedí vzadu. No ano, že já jsem si tak ráno velice toho nevšiml, ano, nakoliko jsem byl tak dost nervózní, ano, ale včilka i přesně vím, že je to tento číslo 7. Heute Morgen, sehr nervös, von dem zweiten weiß ich aber nichts, der mit der Nummer 7 ist es. Herr Staatsanwalt, wir haben doch noch Bilder von Dilewski aus der damaligen Zeit. Ja, könnten wir die vielleicht mal bekommen? Sofort bekommen. Ich darf darauf hinweisen, dass, um Schwierigkeiten zu vermeiden, die Fotokopien auch beglaubigt worden sind in Berlin. Es handelt sich um Unterlagen aus dem Dokumentsender, das heißt um Lichtbilder, die im Zusammenhang mit dem RSHA-Fragebogen von den SS-Angehörigen damals vorgelegt worden sind. Ich habe hier die Bilder von Dilewski, Broad und Stark. Ja, dann soll er die drei einmal sich ansehen, der Zeuge, und soll uns sagen, welcher es nun ist, den er seinerzeit in Block 11 gesehen hat. A řekněte mi, kdo to je, kterýho jste viděl na bloku 11. To je on. Also dem Angeklagten, darf ich die beiden anderen auch mal haben? Dem Angeklagten wurden daraufhin, dem Zeugen wurden daraufhin die Fotokopien, die beglaubigten Fotokopien von Lichtbildern aus dem Dokumentensender in Berlin bezüglich der Angeklagten Dilewski, Stark und Broad vorgelegt. Der Zeuge erklärte, derjenige Angeklagte, den ich seinerzeit im Hof von Block 11 gesehen habe, als er sich an Erschießungen beteiligte, ist der Angeklagte auf dem ersten Bild in Klammer Broad. Also ich muss sagen, auf diesen Bildern sehen sich die Angeklagten nun wahrhaftig nicht ähnlich.
sind von Seiten der Angeklagten. Claire, Sie wollten noch etwas sagen, ja? Herr Direktor, Hausgericht, die von den Zeugen mir vorgeworfene Last sind zu 90% unwahr. Ich war nicht im Lager, zum nicht mehr im Dienst. Dass mich der Zeuge kennt, das ist ganz selbstverständlich. Ich war ja, hat ja selbst gesagt, ich habe im Lager Kaninchen gesichtet. Ich bin ja öfters hingekommen. Aber ich habe nach meiner Ablesung von Schärpe im Stammlager keinen Dienst mehr gemacht. Ich habe mit Handel keinen Dienst gemacht, ich habe mit Schärpe keinen Dienst gemacht und ich habe mit Netzwicke keinen Dienst gemacht. Dass der Zeuge mich, dass er noch sagen will, ich war in Leiwitz, das hat es ihm wohl erzählt von. Aber dass ich habe die Entwesung durchgeführt, davon weiß der Zeuge wohl nichts. Aber dass der Zeuge uns erzählt hat, dass am 28. September 1942 sein Vater von Ihnen getötet worden ist. Nicht? Herr Direktor, gerade dieser gravierende Fall, ja. Wenn der vorgefallen wäre und ich mit dem Zeuge Rücksprache genommen habe, dann wäre ich erstmal nicht so feig dazu, das zuzugeben, sondern ich hätte das zugegeben, wie ich die anderen Fälle zugegeben habe. Ich habe mit dem Zeuge nicht gesprochen und der Zeuge war auch nicht hat bei mir auch nicht assistiert in dem Block 20 in dem Zimmer. Ich bin wohl noch so weit imstande zu wissen, wie viele Häftlinge dabei gewesen waren. Und ich bin auch noch imstande, die Häftlinge zu erkennen, die dabei gewesen waren. Ja, Sie wissen doch von diesen Bezeichnungen Weiß und Schwarz. Ich weiß nichts, das habe ich gar nicht gesagt. Das wussten Sie auch nicht. Nein, die Bezeichnung ist nicht von mir, Weiß und Schwarz. Ja, das ist Ihre Meinung. Jawohl. Bitte schön. Ist sonst noch eine Frage? Wir werden also keine Erklärung mehr abzugeben von keinem der Angeklagten. Wir werden dann über die Frage des Dr. Laternze noch entscheiden. Und ich bitte dann gleich hereinzurufen den nächsten Zeugen. Und zwar. Ja, bitteschön. Angeklagten Scherber habe ich eine Frage. Sie haben uns vorhin gesagt, dass im Juli 1942 der Angeklagte Klee aus dem HKP weggegangen sei. Ja. Da waren Sie im HKP. Ja. Und zwar zu der Zeit, von der der Zeuge hier uns sagt, dass er tätig war dort. Ja. Kennen Sie den Zeugen? Nein. Nicht. Der Zeuge kennt Sie nicht und Sie kennen den Zeugen nicht. Sie waren es aber, der bei seiner Einlassung zur Sache, nicht der Angeklagte Klär, Sie waren es, der davon gesprochen hat, dass Sie nie jemand abgespritzt haben, sondern dass das die Gefangenen schwarz und weiß gemacht hätten. Ja. Wie ist es damit, Scherbe? Solange ich da war, ja. Und solange Sie da waren, ja. Aber den Zeugen kennen Sie nicht. Nein. Wie sah denn der Weiß aus, an den Sie sich erinnern? Etwas größer und kräftiger. Hm. Dankeschön. Ja. Ich bitte noch eine Frage an den Zeugen stellen. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie haben vorhin auf die Frage der Staatsanwaltschaft, ob derjenige mit der Brille auch bei Erschießungen von Frauen teilgenommen habe, gesagt, ja. Moment, ich glaube, der Zeug hat so nicht beantwortet. Dann, auf Ihre Frage, Herr ja. Vorsitzende, die Sie ihm gestellt haben, ja. Ob Boat auf Frauen geschossen habe, haben Sie erklärt, das weiß ich nicht. Welche der beiden Antworten ist nun richtig? Sie haben auf die Frage des Rechtsanwalts, des Staatsanwalts Vogel gesagt, derjenige, der Junge mit der Brille, den Sie wiederholt gesehen haben, habe sich bei Erschießungen auf Frauen beteiligt. Auf die Frage des Staatsanwalts Vogel haben Sie mit Ja geantwortet. Auf die gleiche Frage des Herrn Vorsitzenden haben Sie dann später gesagt, also die Frage, ob er auf Frauen geschossen habe, haben Sie nach Überlegung gesagt, das weiß ich nicht. Nun bitte, welche der beiden Antworten ist denn die richtige? Jak se vás zeptal státní nadvládní, jestli ten s brojlema střílel na ženy, jste řekl ano. A jak se vás zeptal pan předseda, přesně se řekl, já se nemůžu vzpomínat. Co je pravda? No ne, já jsem nehovoril, že si nemůžu přesně vzpomenout, ano. Že teda na nějaké případy, ale že střílel, to je... Ich habe gesagt, dass ich mich konkret an keinen Fall erinnern kann, dass er aber geschossen hat.
Ich kann nicht genau sagen, wie und wann. Ja. Nun, auf die Frage, die noch aussteht, ja. Zur Entscheidung, ich verzichte auf die Entscheidung. Sie die Frage. Nehmen Sie ins Protokoll. Bezüglich der Beeidigung des Zeugen, werden da Anträge gestellt? Dann nehmen Sie bitte ins Protokoll folgenden Beschluss. Wollen wir dabei bleiben? Ja, wollen wir dabei bleiben. Warten Sie mal. Dabei bleiben. Ja. Folgenden Beschluss: Die Vereidigung des Zeugen Weiß wird angeordnet. Eine Beteiligung des Zeugen an der den Angeklagten zur Last gelegten Taten im Sinne von § 60 Ziffer 3 StBO ist zu verneinen, da der Zeuge in entschuldbarer Weise angenommen hat, er werde selbst im Falle einer Weigerung getötet. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja, ich kann es.